Guten Morgen miteinander. Ich begrüße euch. Noch zweimal Statistik 3, letztlich. Kann man so sagen, also inhaltlich betrachtet. Wir machen heute, was man neudeutsch supervidiertes Lernen nennen könnte. Eine Maschine lernt, Dinge zu kategorisieren oder zu kartieren. Auf der Basis von Wissen, das wir als Menschen haben. Das heißt, wir supervidieren, was die Maschine tut. Das nennt man supervidiertes Lernen. Dann gibt es noch unsupervidiertes Lernen. Da macht die Maschine, was sie will, sozusagen. Das kann man auch als Clustering oder Mustererkennung bezeichnen. Und das machen wir in 2 Wochen, weil ich nächste Woche nicht da bin, wie ich, glaube ich, schon bekannt gegeben habe. Zum Housekeeping noch kurz vorneweg. Ich weiß nicht genau, ob das jemand der Anwesenden betrifft. Aber es gibt so ein paar Menschen, die kommen eigentlich aus einem anderen Modul noch, aus dem alten Master, und die wollen auch die Prüfung aber ablegen und die brauchen noch eine kleine Vorleistung. Und ich glaube, für diese Vorleistung haben wir 30. Januar als Datum ausgemacht. Wenn das euch nicht betrifft, ist gut. Wenn ihr jemanden kennt, den das betrifft, erinnert sich dran, 30. Januar müssen diese Vorleistungen noch da sein. Betrifft nicht euch ganz normale Coxes Clips Studenten. Genau. Und was habe ich noch zum Housekeeping vorneweg? Genau, achso, hier ist der Fahrplan wie immer. Da seht ihr das nochmal. Wir haben im Prinzip noch dieser violette Block hier sozusagen. Das möchte ich noch mit euch machen. Das ist heute auch ziemlich neues Material, also was ich noch nicht so oft gelehrt habe. Das wird man bestimmt merken. Und nächstes Mal, also in 2 Wochen dann noch Unsupervised Learning, Clustering letztlich. Und dann haben wir es geschafft und dann können wir Anfang Februar uns noch so ein bisschen Befindlichkeiten austauschen, offene Fragen klären. So, was halt noch so ansteht. Ich muss noch zu Kreuze kriechen, weil mir das total unangenehm ist, dass ich letzte Woche, habt ihr vielleicht gar nicht gemerkt, aber ich habe es gemerkt, dass ich gesagt habe, als ich euch diese Formel gezeigt habe, habe ich gesagt, ich weiß gerade auch nicht, wie der heißt. Das ist nicht der Grund, dass es das Video nicht gibt, aber das wäre ein guter Grund, das nicht bei YouTube hochzuladen, weil das ein bisschen peinlich war. Das ist natürlich Psi. Das ist unser Leib- und Magenbuchstabe als Psychologinnen und Psychologen, den müssen wir natürlich können. Der steht ja für unsere Disziplin, den haben alle Fachgesellschaften im Logo. Warum ich da gesagt habe, weiß ich nicht. Lag wohl daran, dass ich es in dem Moment nicht wusste. Genau. Aber weil sie gerade schon nochmal gezeigt ist, die habe ich auch nur so ganz en passant gezeigt. Vielleicht zum wieder warm werden. Was war das für eine Formel? Also da steht EFA, CFA. Könnt ihr euch das vorstellen, was sie eigentlich zeigt? Was steht da eigentlich? So ganz, ganz, ganz grob. Ganz unmathematisch. Mit Händen und Füßen. Was wird denn, was ist denn das? Weiß das jemand? Traut sich jemand? Sie trauen sich. Ich wusste es. Finde ich sehr gut. Also ich meine mich zu erinnern, dass das war doch diese, also das L war doch diese Ladung und dann L' weiß ich gerade nicht genau, aber es scheint... Transponiert. Eine Matrix wird transponiert. Brauchen wir uns auch keine Gedanken machen. Genau, eine Ladungsmatrix L wird irgendwie mit sich selbst multipliziert, auf irgendeine Art. Und was ist Sigma in dem Fall? Groß Sigma? Genau. Groß Sigma ist, wenn man, das gehört ja noch zur Faktorenanalyse und zur SEM und so, die beobachtete, die tatsächliche vorhandene Varianz-Kovarianz-Matrix zwischen deinen Variablen. Das ist sozusagen im Multivariaten. Ist dieses Sigma das, was du versuchst zu erklären? Also wenn ihr nochmal durch, solltet ihr vor der Klausur nochmal durch die Slides der Faktorenanalyse, des SEMs und so gehen, da begegnet euch manchmal so ein großes Sigma, das heißt, das sind die Korrelationen, die ich eben beobachte zwischen meinen Variablen. Und die versuche ich aufzuklären. Und bei der Faktorenanalyse war eben das Wichtige, und da kam dieses Psi ganz kurz einmal rein, wir versuchen eigentlich nur das aufzuklären, unsere Varianz-Kovarianz-Matrix, was die Faktoren erklären können. Sagen, die Ladungsmatrix, die beschreibt, wie hängen meine Faktoren zusammen, sage ich mal ganz vorsichtig, mit meinen Variablen. So, nur das versuche ich und dann bleibt eben ein eleganter Rest übrig. Der könnte auch Epsilon heißen, aber er heißt eben in dem Fall Psi. So, das nur nochmal zum Warmwerden. Aber heute machen wir ja was Neues, was anderes. Und heute möchte ich mit euch gerne über etwas sprechen, was man im weitesten Sinne Machine Learning nennen könnte. Also maschinelles Lernen, so heißt es seit den 60er, 70er Jahren an deutschen Informatiklehrstühlen, heißt es maschinelles Lernen. Man spricht heute von Machine Learning. Man kann, das ist jetzt gar nicht dick aufgetragen, eigentlich sagen,
Das ist alles eine Form von künstlicher Intelligenz. Beziehungsweise, wenn ihr künstliche Intelligenz hört, als so ein Buzzword zurzeit, in das alle Regierungen sehr viel Geld investieren, wo sehr viel Geld zu verdienen ist auch mit künstlicher Intelligenz, dann könnt ihr quasi auf diesem Slide mal feststellen, dass im Prinzip, also maschinelles Lernen nichts anderes ist als ein Weg zu dem, was man künstlicher Intelligenz nennt. Letztlich seid ihr als Psychologinnen gefragt und gefordert zu entscheiden, was ihr als intelligentes Leben oder intelligente Wesen definiert und ob das die Kriterien für Intelligenz erfüllt, sei mal ganz dahingestellt. Ihr werdet sehen, dass es im Prinzip sehr, sehr primitiv zugeht im maschinellen Lernen. Aber wir befinden uns im weitesten Sinne unter Artificial Intelligence, KI für künstliche Intelligenz oder AI für Artificial Intelligence. Und das maschinelle Lernen lässt sich dann sozusagen nochmal untergliedern in das, was ich schon gesagt hatte, supervidiertes Lernen oder Supervised Learning und unsupervidiertes Lernen oder Unsupervised Learning. Und ein ganz großer Teil dessen, was wir das ganze Semester gemacht haben, nämlich lineare Modelle uns anzuschauen, die uns irgendwie von unseren Variablen x zu einer beobachteten Variable y bringen und die versuchen eigentlich eine gute Kartierung zu finden. Wie komme ich dann von x zu y? Mit welchen Gewichten? Also Regression ist letztlich eine Form des supervidierten Lernens. Oder man kann es zumindest sehr leicht in, man lässt mathematisch alles gleich, man macht nur ein paar Tricks drumherum vielleicht noch, um zu sagen, jetzt wird wirklich was gelernt. Das sehen wir aber heute noch. Insofern, Regression gehört ganz klar unter das supervidierte Lernen und auch, was wir uns heute sehr viel anschauen werden, die sogenannte Klassifikation. Also, die wahren Kategorien meiner Werte, Männlein, Weiblein, Patientin, Nicht-Patientin, sind sozusagen bekannt. Die kenne ich als Wissenschaftler, aber ich versuche jetzt sozusagen mit meinen Daten ein Spiel zu spielen. Kann die Maschine eine schöne, eingängige Kombination meiner ganzen Variablen lernen, die mir dann eine gute Vorhersage dieser Kategorie macht? Das ist Klassifikation. Und nächstes Mal eben noch Clustering-Mustererkennung. Da muss man sagen, im unsupervidierten Lernen gibt es eben keine Kategorien. Da kennen wir die auch nicht. Da wollen wir nichts über irgendwie eine... Da wollen wir natürlich auch was drüber rausfinden, wie multivariat Variablen zusammenhängen, aber wir verwenden Clustering üblicherweise in Bereichen, wo wir selber auch nicht genau wissen. Da ist sozusagen das Finden der Kategorien das eigentliche Ziel, während hier das Ziel ist, zu lernen, wie man die Variablen clever gewichten könnte, um diese Kategorien wieder herzustellen. Weil es nicht auf ein Slide passt, mache ich jetzt mal hier unter supervidiertes Lernen noch weiter. Quasi der nächste Slide, den könntet ihr daheim auch ausschneiden und da unten dran kleben. Der Stammbaum geht sozusagen noch so weiter. Das supervidierte Lernen, wenn ich schon von Regression, Klassifikation spreche, kann man auch ein bisschen sauberer nochmal auftrennen. Man kann sagen, na gut, das eine ist eigentlich eine quantitative Vorhersage, auf die ich da abziele. Das kennen wir aus der Regression, ja, also ich habe eine quantitative Variable y, also versuche ich entsprechend auch eine quantitative Vorhersage in y-Hut zu machen. Oder ich mache eben eine Kategorisierung, also das heißt, ich beabsichtige eigentlich eine qualitative Vorhersage. Und da seht ihr natürlich jetzt hier unten ein paar bekannte Worte, ein paar unbekannte Worte. Unter quantitativen Vorhersagen haben wir vor allem über Ordinary Least Squares Regression gesprochen, mit allem, was dazugehört. Wir haben über die Geometrie der Regression gesprochen, wir haben über sozusagen dieses ganze Kleingedruckte von Regression sehr viel gesprochen, OLS, Ordinary Least Squares. Aber letztlich kann man Regression auch mit anderen mathematischen Verfahren betreiben. Man muss nicht unbedingt die Quadrate, die Abweichungsquadrate kleinst werden lassen, minimieren, sondern ihr seht hier noch sowas, was Regression Trees heißt, sprechen wir nicht genauer im Detail, wie solche Tree-Learner funktionieren, sprechen wir gar nicht, aber gibt es auch. Es gibt auch Support Vector Machine Regressions, SVM, wissen wir auch nicht genau, wobei wir SVM heute sogar mal kennenlernen, aber hier drüben. Und hier drüben ist es auch so, dass wir logistische Regressionen natürlich kennen, als ein Verfahren, mit dem wir eine kategoriale Variable vorhersagen wollten und quasi den genau gleichen Zweck. Also das sind sozusagen, wenn ihr so wollt, das sind zwei Ziele, die Wissenschaftlerinnen haben können. Quantitative Vorhersagen machen oder qualitative Vorhersagen machen. Und die genauen, man könnte sagen, die genauen Algorithmen, die du verwendest, die variieren eben. Und logistische Regression ist ein sehr beliebter, ein recht simpler, den ihr schon kennt. Und es gibt andere, teilweise auch nicht irre komplizierte, wie zum Beispiel die Support Vector Machine
Oder auch, da gehe ich nur ganz am Schluss heute noch ein bisschen drauf ein, die sogenannten, die zurzeit in aller Munde seienden Deep Neural Networks, also tiefe neuronale Netze. Die machen aber im Kern, leisten die sozusagen am Ende des Tages genau das Gleiche. Die machen einfach eine Klassifikation in zum Beispiel männlich-weiblich oder Patientin-Nicht-Patientin. Man kann also, viele Wege führen nach Rom, unterschiedlich komplex vorgehen und wir haben hier verschiedene Mechanismen. Frage an euch, wir haben das Jahr 2023, wo begegnet euch das Ergebnis vielleicht von maschinellem Lernen? Wo begegnet euch maschinelles Lernen? Wir sammeln mal ein bisschen. Ja. Social Media, also diese ganzen TikTok, Instagram-Algorithmen. Was wird da klassifiziert, gelernt, kann man das sagen? Also du, also dein Verhalten wird auf der Basis verschiedener gemessener Variablen, was klickst du an, wie lang bleibst du, was klickst du, nachdem du was anderes geklickt hast, etc. Okay, also Social Media, können wir mal allgemein sagen, was noch? Ja? Zyklus-Apps. Zyklus-Apps, also Apps mal ganz generell, Social Media, was machen Zyklus-Apps? Also du lieferst die Daten selber? Also sehr explizit in dem Fall. Bei Social Media ist es immer so ein bisschen shady, dass man das Gefühl hat, man selber ist die Ware, man liefert Daten, man möchte sich eigentlich nur amüsieren, aber man liefert natürlich Daten, mit denen andere dann wieder Geld verdienen, die letztlich Werbung verkaufen wollen. Hier ist es ein bisschen, sagen wir mal, ja, so auf den ersten Blick ein bisschen einsichtiger für einen selber. Man muss dem Algorithmus Daten liefern, ja, also über letztlich Zeit rein, haben Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Also die App wäre wahrscheinlich erstmal recht sinnlos, wenn man sie, nachdem sie programmiert ist, sie musste erstmal gefüttert werden. Als sie rausgebracht wurde als Produkt, wurde sie natürlich gefüttert mit sehr, sehr vielen Daten anderer Menschen, anderer Zyklen. Und jetzt kann es sozusagen für Sie Vorhersagen produzieren in die Zukunft hinein. Genau, gutes Beispiel. Wo noch? Ja. Genau. Die haben dann Musikvorschläge. Richtig, die auch ganz gut passt manchmal sozusagen. Ja, also man lernt für einen selbst neue Musik kennen, aber für den Algorithmus ist es nichts Neues, sondern er hat, Stichwort Sigma, er hat Korrelationen gelernt sozusagen, die in dem Nutzerverhalten vieler, vieler Nutzer drin sind. Was wird gemeinsam gehört? Was hört jemand, der Pat Metheny hört? Hört der dann auch Sting und sowas? Genau. Also Musikplattform, Apps wiederum. Genau. Wo noch? Da war gerade noch eine Wortmeldung. Ja. Zum Beispiel bei Stroke Rehabilitation. Ja. Und da Brain Machine Interface mit einbringt, die müssen halt auch lernen, zum Beispiel, was eine Bewegungsintention ist. Und also auf der Basis von Hirndaten. Genau, also da werden sozusagen, das ist ein schönes Beispiel, weil die Daten auch für uns als Laien, als Laie extrem opak oder undurchdringlich aussehen sozusagen. Also man hat verrauschte EEG-Signale, genau, und der Algorithmus, also sei es eine logistische Regression, sei es ein SVM, sei es ein Deep Neural Network, versucht auf der Basis dieser Daten sozusagen eine Vorhersage darüber, eine Klassifikation vielleicht, was ist überhaupt welches Muster. Genau, also ich habe hier noch ein bisschen was zusammengestellt sozusagen. Großes Thema, auch ein ökonomisch sehr, sehr wichtiges Thema, betrifft euch vielleicht noch nicht so ganz, vielleicht aber manche doch auch, Kreditwürdigkeit sozusagen. Ja? Kriegst du Geld oder nicht? Schufa-Auskunft. Da geht deine Postleitzahl ein, da geht deine bisherigen Umsätze ein, alles mögliche Dinge, die mit dir zu tun haben, Dinge, für die du auch gar nichts kannst, aber es sind alles Variablen, die da sozusagen eingehen, ob du einen Kredit bekommst, wie hoch du einen Kredit bekommst, zu welchen Konditionen du einen Kredit bekommst. Hier hinten Metabolic Syndrome Severity, das sind zum Beispiel, gibt es auch mittlerweile viele Apps, die sagen, was ist eigentlich mein Schlaganfallrisiko? Also ich bin jetzt vielleicht Ende 50, habe 15 Jahre geraucht, habe ein bisschen Bluthochdruck. Jetzt kann ich sozusagen in Papern Risk Ratios nachlesen oder sowas. Aber was die Risk Ratios uns ja genau nicht gegeben haben, ist das, was heißt es denn für dich sozusagen? Also der Traum der Präzisionsmedizin wäre ja jetzt genau für dich zu wissen, was dein Risiko für einen Schlaganfall ist.
klassischer Fall, muss man mittlerweile sagen, für Machine Learning. Das habt ihr jetzt noch nicht gebracht. Riesenthema war eigentlich ein wahnsinniger Treiber der künstlichen Intelligenz in den vergangenen Jahrzehnten. Dann ging es in so einen Dornröschenschlaf, dann kam es wieder, automatische Spracherkennung. Ja? Also, dass ich mit meinem Auto sprechen kann oder mit meinem Telefon und nebenher fahren kann, ist eine Errungenschaft von Machine Learning. Da werden sozusagen aus akustischen Mustern wird gelernt, was wurde eigentlich gesagt, blöd gesagt. Ja? Das muss sozusagen gemappt werden, mein Schall, den ich produziere, und jeder von uns produziert das auch noch leicht anders und dann ist es mal verrauscht, muss kartiert werden auf Text letztlich, auf Lexikon-Einträge. Netflix habt ihr auch noch nicht genannt, aber so ähnlich wie Spotify. Dass ein Auto selbst fahren kann, klappt mal mehr, mal weniger, wie man sieht, je nachdem, ob Tesla gerade an der Börse hochgeht oder sozusagen wieder runter, hängt dann damit zusammen, ob gerade wieder ein schlimmer Unfall passiert ist mit so einem selbstfahrenden Auto. Aber im Prinzip ein solcher Wahnsinn, dass wir da schon ziemlich weit sind, das ist komplett Machine Learning. Und es ist jetzt wieder so, dass wir dafür wie das Kaninchen vor der Schlange vielleicht heute Morgen sagen, ach, das ist Machine Learning, stimmt ja, Wahnsinn. Mir geht es heute darum zu sagen, das sind im Kern genau sehr, sehr einfache Mechanismen, die einer Regression sehr, sehr eng verwandt sind. Genau, und dann kann man natürlich auch noch mit Apps irgendwie sich selbst in ein anderes Ich sozusagen träumen, was letztlich auch basiert auf dem Lernen von sehr, sehr viel Bildmaterial. Leute mit Bart, Leute ohne Bart, Leute, weibliche Leute, männliche Leute, Leute mit langen Haaren, Leute mit kurzen Haaren. Und dann kannst du dir natürlich selbst sozusagen daraus was bauen. Ja. Bei dem Metabolic Syndrome. Ja. Genau, also im Prinzip denken Sie logistische Regression oder auch Cox Regression, was wir besprochen hatten. Ich brauche einen sogenannten, ich brauche einen Datensatz natürlich, viele Datensätze von Menschen, die einen Schlaganfall hatten oder die keinen hatten. Das ist sozusagen das, was man auch die Ground Truth nennt. Das brauche ich. Aber dann habe ich dazu eben ganz viele Informationen durch Befragungen letztlich oder auch durch longitudinale Studien, weiß ich sozusagen, was war in der Vergangenheit los. Ja? Wann waren diese Leute vor ihrem Schlaganfall, wie schwer? Wann hatten die zum ersten Mal eine Behandlung wegen Bluthochdruck etc.? Ja? Und dann kann ich sozusagen schon sagen, ich mache jetzt für eine Beobachtung I, und das bist eben du, die neue Beobachtung, eine Vorhersage. Dieses Spiel aus alte Daten werden verwendet, um ein Modell zu trainieren und dann eine Vorhersage für ein neues zu machen, das schauen wir uns heute noch besonders an. Das ist Kern für all dieses Vorgehen. Im allgemeinsten Sinne, was passiert denn eigentlich, wenn wir lernen, wenn eine Maschine lernt? Wenn ein Kind lernt? Also ist schon wichtig, sich da das normale Wissen aus der allgemeinen Psychologie nicht zu vergessen, was wir haben, oder aus der Entwicklungspsychologie. Was in meinen Worten, das sind wirklich meine Worte, könnte man in der allgemeinsten Form doch sagen, Lernen bedeutet, ich habe letztlich irgendwelchen sensorischen Input, irgendwelche Stimuli, die mich erreichen. Und ich lerne, was sie bedeuten. Das heißt, ich mache eine Kartierung oder Mapping, ein bisschen hochgestochen ausgedrückt, eine Kartierung auf bestimmte Regeln, Entscheidungen, Kategorien sozusagen. Ja? Also, und in der allgemeinsten Form heißt es, ich nehme einen Input X, einen sensorischen Input, den ich bekomme, und lerne eine Funktion F, wie auch immer die aussieht, die mich dann zu einer Kategorienaussage zum Beispiel führt oder zu einer Reaktion führt. Das heißt, ich könnte irgendwie lernen, wenn Dinge Flügel haben, wenn das Merkmal Flügel vorhanden ist, wenn das Merkmal Feder vorhanden ist, dann kriegen die ein positives Gewicht sozusagen, um vorherzusagen, ach, das ist das, was die Leute Vogel nennen. Ja, wenn so im Spracherwerb muss es irgendwie mal so funktionieren. Siehst du irgendwelches Zeug um dich rumflattern und deine Eltern sagen immer Vogel da dazu. Ja? Du lernst es sozusagen. Ja? Und es ist auch supervidiertes Lernen dahingehend, dass wenn wir dann irgendwie übergeneralisieren oder untergeneralisieren als Kind, dass dann unsere Eltern uns korrigieren und sagen, nee, das ist doch ein Vogel oder sowas. Ja? Und manche kriegen vielleicht auch ein kleineres Gewicht, weil sie nicht ganz so diskriminativ sind. Also ich kann auch einen Ball durch die Luft werfen, das ist aber kein Vogel. Und es gibt auch Vögel, die können nicht fliegen, lernt man dann auch irgendwann. Also man muss irgendwie solche sehr viele Regeln lernen. Und unser Lernen und Leben besteht daraus, ständig solche Regeln zu erwerben. Und nichts anderes macht letztlich eine Maschine auch. Auch zur Erinnerung nur.
Die lineare Regression, und die ist hier gezeigt, mit zwei Variablen. Wie heißt der Raum, in dem das hier gezeigt ist? Es ist ein Variable Space, es ist ein Subject Space, da müssen wir immer aufpassen, was ist hier gerade gezeigt, ja? Da ist ein Variable Space, drei Variables spannen einen Raum auf. So, da liegen ein paar Punkte drin. Ich muss jetzt da, das ist in dem Fall gerade eine 2, also eine zweidimensionale Regression. Ich muss also letztlich so eine Art, also eine multiple Regression, ich muss so eine Ebene lernen. Was wissen wir über die Ebene? Die Ebene soll den Fehler minimieren, also die soll die quadrierten und summierten Abstände von diesen roten beobachteten Punkten zu dieser zu findenden Ebene, die sollen ja minimal werden. Und da haben wir im Kern schon die wichtigste Zutat für maschinelles Lernen, nämlich einen Fehler. Das nennt man auch eine Loss-Function oder Cost-Function. Die soll minimal werden. Jedes Lernen, jedes maschinelle Lernen zeichnet sich aus dadurch, dass ich so eine Function mir suchen muss, die ich jetzt eben minimieren möchte. Und die Summe der Abweichungsquadrate ist so der Oberklassiker und wird auch sehr viel verwendet. Und in der linearen Regression haben wir das eben gesehen. Ich habe auch hier mal unterstrichen, das ist aus dem Buch von James, diese Basisform des Statistical Learning Buchs, da steht dann auch, we seek the linear function of x, wir suchen, ja, da werden wir nochmal dran erinnert, sagen an diesen Lernsuchprozess, wir suchen eine lineare Funktion, die quadrierten Abweichungen minimiert. Darüber reden wir heute nicht mehr so arg viel, aber wir hatten gesagt, supervidiertes Lernen, wenn es um quantitative Größen geht, ist Regression ein sehr schönes Beispiel. Und die logistische Regression, die wir eben auch angeguckt haben, die ist sozusagen, man kann sagen, ein bisschen so die Mutter oder oft auch so die Benchmark, also der Vergleichsalgorithmus, der oft benutzt wird, wenn ich was kategorisieren möchte. Wenn ich also qualitative Vorhersagen machen möchte, wenn ich sagen möchte, ist was Apfel oder Birne, ist was Männlein oder Weiblein, wird jemand Patient, wird jemand kein Patient, bekommst du einen Stroke oder nicht. Oder von mir aus auch in so einem Algorithmus, klickst du gleich auf dieses eine Lied, was ich dir vorschlage, oder klickst du nicht auf dieses Lied. Einfach so als Wiederholung auch schon, einfach, das kennt ihr noch, das ist die logistische Funktion. Wenn ich bei der logistischen Regression eine Wahrscheinlichkeitsaussage intendiere, und das ist das, was ich mathematisch erstmal bekomme, dann ist das noch was Quantitatives. Ich bekomme eine quantitative Aussage zwischen 0 und 1. Wie wahrscheinlich ist es, dass du in eine Kategorie fallen wirst? Kann ich ausdrücken mit so einer logistischen Funktion. Ist hier gezeigt. Und die hängt natürlich ab von diesen zu findenden Betas. Ja. Das also allein ist noch keine Klassifikationsaussage, sondern es ist eine quantitative Aussage. Zwischen 0 und 1 lande ich da irgendwo durch die logistische Funktion. Die mappt, kartiert ein reinkommendes Stimulus-Features x, das können mehrere auf einmal sein, durch entsprechende Gewichtung in Beta auf eine Wahrscheinlichkeitsaussage. Jetzt wollen wir uns aber ein bisschen mehr, und das können wir so als Startpunkt nehmen, Klassifikationen angucken. Nochmal zur Verdeutlichung, zur Illustration einfach nur drei Klassifikationsbeispiele. Problemstellungen, wo Klassifikation wichtig ist. Zum Beispiel, eine Person kommt mit einer Reihe von Symptomen in die Notaufnahme. Also letztlich Diagnostik klingt da schon an. Und du als Ärztin hast so im Kopf quasi drei typische Krankheiten, die da jetzt in Frage kommen könnten, die dahinter stehen, hinter diesen Symptomen, die berichtet werden. Und dann hast du sozusagen dieses inverse Klassifikationsproblem. Also invers im Sinne von, die Krankheit hat zwar diese Symptome hervorgebracht, aber welche der drei, die du jetzt gerade noch der drei Kategorien, wenn man so will, der drei Krankheiten, die du noch so im Kopf hast, haben denn diese Symptome jetzt in dem Fall vorhergebracht? Das ist ein Klassifikationsproblem. Online-Banking, eine Bank muss irgendwie eine Entscheidung treffen, ob sie deine Transaktion zulässt oder nicht. Bist du gerade ein ehrlicher Kunde, der sich hier ehrlich eingeloggt hat und der ehrlich sein Geld manipulieren möchte und eine 7.000-Euro-Überweisung an ein Autohaus durchführen möchte? Sehr viele Variablen, die ein Bankdienstleister jetzt zur Verfügung haben kann, gehen jetzt ein in die Entscheidung, ja oder nein, lassen wir das jetzt durch oder blocken wir das erstmal? Wenn du sozusagen, so ein bisschen wie wenn du am Bankautomat eben Geld kriegst oder kein Geld kriegst, dahinter stehen sozusagen solche Klassifikationsprobleme.
Und letztlich vielleicht auch noch eher ein biologisches Beispiel. Eine Biologin möchte anhand von DNA-Sequenzen Patienten mit und ohne bestimmte Krankheit voneinander trennen und sie möchte eigentlich besser verstehen, welche DNA-Mutationen der vielen möglichen Mutationen sind eigentlich krankheitsverursachend oder nicht. Wiederum Klassifikationsproblem. Kann man sich ganz schön, alle drei kann man sich erstmal wie eine logistische Regression vorstellen. Aber wir hatten eigentlich gesagt, na gut, die logistische Regression produziert eine Wahrscheinlichkeit. Wie gehen wir jetzt weiter? Wie machen wir daraus eine Klassifikation? Ich zeige euch dazu ein relativ wahlloses logistisches Regressionsbeispiel nochmal. Und zwar, das war tatsächlich mal was ich mit Studierenden gemacht habe vor ein paar Jahren. Ich habe es jetzt hier nochmal rausgegriffen, so als erstes Beispiel. Man könnte sagen, wir spielen ein Klassifikationsspiel. Wir wollen das Geschlecht unserer Studierenden, also das selbstberichtete, das Gender würde man sagen eigentlich, der Studierenden klassifizieren. Anhand von kontinuierlichen Variablen, die man eben so hat. Das waren in dem Fall drei Fragebogen-Items. Ich habe Freude an Statistik, so eine Art Conscientiousness-Frage und noch so ein ganz komisches Item. Da hatte ich gefragt, ob die, also ein Zustimmungs-Item, sollten politische Entscheidungen durch randomisierte Experimente letztlich vorher überprüft werden oder nicht. Also so führt man Grundeinkommen jetzt mal ein. Tut überhaupt nichts zur Sache. Drei Fragebogen-Items einfach sozusagen. Wie gut sind diese drei Fragebogen-Items, das Geschlecht eines Antwortenden vorherzusagen sozusagen? So, hier habt ihr den Output von einer logistischen Regression zwischen 0 und 1. Wir hatten das, glaube ich, so ein bisschen, als wir über Thures R-Quadrat gesprochen haben, haben wir uns das schon mal ein bisschen angeschaut. So, man landet jetzt irgendwo zwischen 0 und 1. Was fällt euch auf den ersten Blick auf, wenn ihr das anguckt? Hier sind die tatsächlichen Männlein und die tatsächlichen Weiblein. Was fällt auf den ersten Blick auf? Was macht dieses Modell? Das machen wir mal nur so ganz vorneweg, da rede ich heute nicht mehr viel drüber. Das ist das, was das Modell sagt. Das Modell prädiziert eine Wahrscheinlichkeit, Frau zu sein. Wenn ich mal bitte diese Achse anguckt, Männlein, Weiblein, das sind Mittelwerte, das sind einzelne Beobachtungen. Was fällt euch auf? Ja. Okay, das sollte auch so sein, oder? Also wenn dieser Algorithmus irgendwas tut, was funktioniert, dann sollte es so sein. Also Frauen eine hohe Wahrscheinlichkeit sozusagen auf den Kopf zusagt, dass sie auch Frauen sind. Okay, gut. Was macht er mit den Männern? Ich finde, das ist also schon sehr verteilt. Relativ viele unter 0,5 Wahrscheinlichkeit. 3. Ja, also für Psychologiestudierende sind 3 Männer viel, das ist richtig, ja, aber genau, ja. Also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass die erstmal im Mittel wird denen erstmal eigentlich sozusagen auch irgendwie was Weibliches zugeschrieben, sozusagen, ja. Man könnte sagen, dieser Algorithmus hat einen Bias, ja? Der ist gebiased in Richtung Frauen. Warum passiert es? Ist das nicht mein Riesenthema heute? Da komme ich ganz am Schluss noch einmal drauf, so als Warnung ist es vorneweg, aber ganz gut. Es passiert, weil dieser Algorithmus, diese logistische Regression, fast nur Frauen gesehen hat, sozusagen. Ja? Der hat halt sozusagen sehr viel mehr Frauen, wie ihr auch seht. Es sind sehr viel mehr Frauen in dem Datensatz als Männer bekommen. Wir haben aber immer noch keine Klassifikation gemacht. Die Klassifikation ist denkbar primitiv bei der logistischen Regression. Ich sage, wenn das Modell dir eine Wahrscheinlichkeit höher .5 auf den Kopf zusagt, Sie haben das gerade schon intuitiv so verwendet auch, dann sage ich als logistische Regression, Mann, Entschuldigung, Frau in dem Fall, Entschuldigung, Frau. Und wenn du unter 0,5 bist, dann sage ich, Mann. Jetzt haben wir nur durch dieses einfache Einziehen dieser roten Linie haben wir aus etwas Quantitativem etwas Qualitatives gemacht. Ja, wir haben jetzt Kategorien, die wir vorher gesagt haben. Und so funktionieren im Prinzip alle, ein bisschen verkürzt gesprochen, kann man das eigentlich so sagen, alle Algorithmen, die klassifizieren, müssen irgendwo aus ihren quantitativen Informationen sowas Binarisierendes machen am Schluss sozusagen, müssen sagen, okay, also jetzt tue ich die halt entweder in die eine oder in die andere Schublade. Diese probabilistische Information geht natürlich nicht verloren, die kann ich auch weiterverwenden, die kann ich auch auslesen, aber eigentlich wollen wir klassifizieren, wir wollen wissen, sagt das Modell jetzt, dass du ein Weiblein bist oder ein Männlein. Wenn wir das tun, dann können wir auf verschiedene Arten richtig liegen und auf verschiedene Arten falsch liegen. Darauf möchte ich jetzt auch noch kurz abheben. Wenn das Ergebnis der Klassifikation ist, alles über der Linie wird als Frau bezeichnet, alles unter der Linie wird als Mann bezeichnet,
dann kann ich sagen, das ist auf zwei Arten gut gegangen. Der Großteil der Frauen wurde richtig als Frau klassifiziert von dieser logistischen Regression. Das sind im Sinne der Signalentdeckungstheorie, falls ihr von der schon mal gehört habt, sind das sogenannte Hits. Das hat geklappt. Ja? Wahre Kategorie war Frau, Modell sagt Frau vorher, bingo. Genauso gibt es, das ist ein Terminus technicus, Correct Rejections. Das heißt, du bist keine Frau und das Modell weist dich auch zurück als Frau sozusagen. Das nennt man eine Correct Rejection. Wenn ihr jetzt sagt, warum sind die Männer jetzt Correct Rejections, dann sage ich, es ist komplett arbiträr. Eine der Kategorien wird jetzt einfach definiert als die Zielkategorie sozusagen. Ja? Und ihr könntet auch sagen, das sind die Hits und das sind die Correct Rejections. Das ist egal. Aber das sind die zwei Arten, wie der Algorithmus richtig liegen kann. Und das geht bei den Frauen sehr gut, bei den Männern weiß man es nicht so genau. Da würde man ja jetzt schon erstmal sagen, also die Mehrzahl der Männer wurde ja falsch klassifiziert. Sozusagen. Das ist so richtig happy, können sie damit nicht sein eigentlich. Da gibt es ebenfalls einen Terminus technicus dafür, dass wir sagen, das war jetzt eigentlich ein sogenannter False Alarm. Also der Classifier hat gerufen, ich habe eine Frau entdeckt, ja, da war eine Frau, da war aber gar keine, ja, es war ein Mann. Weil das alles aus dieser martialischen Welt der Kindheitstage des Radars kommt, aus dem Zweiten Weltkrieg, die Signalentdeckungstheorie, wo genau dieses Problem auch bestand, ist da ein feindliches U-Boot oder ist da kein feindliches U-Boot, habt ihr diese Namen False Alarms und Hits, das zieht sich da sozusagen durch. Aber weil wir 2023 haben, mitten in Europa, passt es jetzt auch wieder. Ja, so ein bisschen martialische Sprache erinnert uns dran, was um uns herum passiert. Das sind Hits und False Alarms. Und dann gibt es natürlich auch noch die sogenannten Misses. Es kann also sein, da wäre eine Frau gewesen, die du als Frau auch hättest klassifizieren können, hast du aber nicht getan. Du hast sie fälschlich als Mann klassifiziert. Das nennt man dann Misses. Es ergibt sich eine Vierfeldertafel, die euch irgendwie an eure Statistikausbildung erinnern könnte, dass ich nämlich sage, ein Algorithmus, von mir aus kann ich auch sagen, ein Test, macht mir sozusagen eine Entscheidung, der fällt eine Entscheidung und die Entscheidung kann auf zwei Arten richtig sein und auf zwei Arten falsch. Kommt uns sehr bekannt vor und tritt immer auf, wenn wir etwas klassifizieren. Das ist einfach so, wenn du dich entscheidest zwischen zwei Dingen, kannst du auf zwei Arten falsch liegen und auf zwei Arten richtig. Da könnt ihr selber mal ein bisschen drüber nachdenken und möchte ich auch, euch auch bitten, ein bisschen drüber nachzudenken. Vielleicht, was ist eigentlich die tiefere Beziehung zu den Signifikanztests hier? Wie ihr sie kennt, möchte ich jetzt hier gar nicht so breit treten. Was mir aber wichtig ist, auf dieser Klassifikationstabelle, die ich für jedes binäre Klassifikationsproblem formulieren kann, basiert fast die komplette Epidemiologie, basieren Maße wie Sensitivität, Spezifität, Positive Predictive Value, sehr viel, was uns so in der Epidemiologie begegnet. Die komplette Signalentdeckungstheorie, die auch in der Psychophysik eine Rolle spielt, die aber eben auch beim Entwerfen neuer diagnostischer Verfahren eine große Rolle spielt, beim Detektieren von Hautkrebs, das ist immer so mein Beispiel dafür. Generell bei allen Entscheidungen, die man treffen muss, kann man sehr oft als signalentdeckungstheoretische Probleme reformulieren und startet dann immer mit dieser Tabelle. Und die sogenannte Receiver Operating Curve, die zeige ich euch auch noch gleich, die kommt auch daher. Wir haben jetzt an dem Beispiel, einem ganz kurzen Beispiel schon gesehen, mit dieser logistischen Regression, dass wir uns noch ein bisschen fragen müssen, was wollen wir eigentlich jetzt von so einem Classifier? Was soll er jetzt gut können und um welchen Preis kann er das dann vielleicht gut? Was wir natürlich im Prinzip wollen, ist, wir wollen so wenig Falsch-Positive wie möglich machen. Wir wollen nicht Frauen als Frauen bezeichnen, die keine sind. Das wäre nicht so eine gute, also das wollen wir einfach nicht mit unserem, dass unser Klassifikator, momentan ist es noch eine logistische Regression, das macht. Wir wollen aber auch trotzdem, wenn da eine Frau ist in dem Datensatz, wollen wir sie auch erkennen. Macht ein bisschen mehr Sinn, wenn ich sage, wenn da ein High-Risk-Patient ist, der im großen Risiko ist, suizidal zu werden, dann möchte ich das wissen, sozusagen. Dann muss der Algorithmus das auch finden. Ja? Also das, wenn man das gleich so mal auf sowas Relevantes wie Suizidalität wendet, dann merkt man gleich, okay, sensitiv möchte man schon sein. Und das sind zwei Ziele, die stehen in einem gewissen Konflikt miteinander. Das kann man sich ganz schön klar machen, wenn man sich zum Beispiel fragt, okay, wenn ich sensitiv sein will, ist doch kein Problem. Also das ist kein Problem, aber ich könnte doch dann einfach meinen Algorithmus dahingehend tunen, dass der sozusagen sehr bereitwillig, sozusagen sehr liberal, das ist auch ein Wort aus der Signalentdeckungstheorie, sehr liberal sagt, da war was. Und ich habe das jetzt zum Spaß mal auf das klassische Faces-Houses-Beispiel noch bezogen. Manche von euch, die
Cognitive Systems studieren und wurden vielleicht mit Nancy Kanwisher schon mal konfrontiert, die quasi die komplette Karriere auf dem Vergleich von Häusern und Gesichtern aufgebaut hat. Also können irgendwelche Neurone oder können irgendwelche Zellverbände, sagen wir im weitesten Sinne, im Temporallappen, können die Häuser und Gesichter unterscheiden? Wann können Patienten Gesichter von Häusern unterscheiden, etc.? Das sind so klassische Klassifikationsfragen der kognitiven Neurowissenschaft, kann man da mal verwenden. Fragen wir uns also, wie würde denn ein Classifier performen, der quasi sehr, sehr, sehr gut darin ist, immer ein Gesicht zu erkennen? Der würde, wenn man ihm ein Gesicht zeigt, wenn er mit einem Gesicht konfrontiert ist, auf der Basis der Merkmale dieses Gesichts fast alle richtig klassifizieren. Er hätte also sehr, sehr viele Hits, sagen wir mal, er hätte eine Hit-Rate, sagt man dann auch, von vielleicht 90%. Also 90% aller Gesichter, die er sieht, erkennt er auch als solche. Oder vielleicht sogar 96%, richtig gut. Aber es kann gar nicht anders sein, als dass er dann eigentlich auch viele False Alarms produzieren würde. Er wäre sozusagen, man würde sagen, er wäre gebiased, er hätte eine starke Tendenz, Gesichter zu erkennen, auch dort, wo keine sind. Er würde also entsprechend auch viele False Alarms produzieren. Das läuft so ein bisschen drauf hinaus, seht ihr hier nur nochmal zur Erinnerung die Tabelle, das läuft so ein bisschen drauf hinaus, dass eine clevere Art, sich das Verhalten eines Klassifikationsalgorithmuses anzuschauen, darin besteht, diese beiden Größen gegeneinander abzutragen und zu sagen, für einen gegebenen Algorithmus kann ich, indem ich ihn mit sehr vielen verschiedenen Stimuli teste, letztlich mit sehr vielen verschiedenen Durchgängen, kann ich irgendwie etablieren, wie sich seine Hitrate, also wann sagt er Gesicht, wenn da auch wirklich ein Gesicht war. Das kann man auch als Sensitivität bezeichnen. Manchmal wird es auch als True Positive Rate bezeichnet. Wenn man das abträgt gegen seine Tendenz, falsche Alarme zu produzieren, also False Alarm Rate. Das wird manchmal auch technisch als 1 minus Spezifität bezeichnet. Warum das so ist, da kommt ihr bestimmt selber drauf, wenn ihr euch diese Tabellen nochmal genauer anguckt. Jedenfalls, wenn ich das gegeneinander abtrage, würde ich sagen, dieser Classifier, über den wir gerade reden, der ist super im Gesichter detektieren, er hat eine hohe Hitrate, aber er macht auch sehr viele False Alarms. Der wäre da irgendwo in diesem oberen Eck. Wo wollen wir denn sein in diesem Graph? Also wo möchtest du, dass dein Classifier liegt? Wenn du es dir raussuchen könntest, ganz unmathematisch, ja. Quasi auf der Y-Achse ganz hoch, also 100%. Hier. Wäre super, oder? Und hier soll er sich gar nicht, also da soll er nicht rüber, weil er soll, das hieß ja, er produziert viele False Alarms. Also in der ganz idealen Welt würde man einfach nur hier sitzen und hätte 0% False Alarms. Es stellt sich sehr oft heraus für quasi alle Systeme, dass es fast nicht zu erzielen ist. Aber was zu erzielen ist, ist sozusagen, dass ein Classifier, und ich habe euch hier jetzt nochmal ein Beispiel mitgebracht, was passiert hier jetzt eigentlich? Ich habe, wenn ihr so wollt, diesen Classifier mal für euch getestet, habe ihn überprüft sozusagen, habe ihn einer Prüfung unterzogen mit Gesichtsstimuli, die mehr oder weniger eindeutig war. Ja, also ich habe ihm mehr oder weniger Rauschen dargeboten. Und wenn ich ihm sozusagen sehr viel Rauschen darbiete, dahinter versteckt sich noch irgendwo ein Gesicht, aber weder wir als Menschen noch die Maschine kann das noch entdecken, dann gibt es keine Hits mit solchen Stimuli, aber es gibt auch keine False Alarms, das wäre gar nicht schlecht. Und dann wollen wir uns sozusagen hier oben bewegen, weg von dieser Diagonalen. Da wollen wir hin, wie Sie richtig gesagt haben. Wir wollen am liebsten hier in dem Eck da oben wohnen. Und diese Kurve, die nennt man auch die ROC-Curve. Das lest ihr auch durchaus in klinischen Kontexten mal oder epidemiologischen Kontexten. Oder also generell, wenn Dinge klassifiziert werden, spricht man von einer Receiver Operating Characteristic. Klingt sehr, sehr technisch, klingt aber eben da, wo es herkommt, klingt nach Radar, klingt nach Funk, klingt nach Ingenieurswissenschaften, da kommt es auch her. Man spricht von einer ROC-Curve. Und was manchmal tatsächlich als Güte für einen Classifier verwendet wird, das könnt ihr einfach mal mitnehmen, ist die sogenannte Area Under the Curve. Wenn ihr das hört, eine Fläche unter einer Kurve, okay, das macht Sinn, dann ist damit gemeint letztlich genau diese Fläche, die hätte ich hier eigentlich schraffieren sollen. Wenn ich es besser gekonnt hätte, wie ich da in Keynote schraffiere, dann hätte ich gesagt, diese ganze Fläche, also alles, was von der Diagonalen weggeht, das kann ich quantifizieren und kann sagen, das soll eigentlich sozusagen groß werden. Und wenn ich dann noch dieses halbe Quadrat, halbe Quadrat ist es sogar, dieses halbe Quadrat, dieses Dreieck dazu zähle, dann kann ich sagen,
Eine ROC-Curve von 1 wäre sozusagen, wenn die komplett sich hier ins Eck schmiegen würde, das wäre super. Das klappt meistens nicht, aber ich versuche einfach diese Fläche zu maximieren. Ja. Genau, eigentlich so bis zur Diagonalen. Beziehungsweise es macht nichts, weil hier ist der Classifier eigentlich nie. Also in der Praxis sind die Classifier, das siehst du auch, wenn du solche ROC-Curves mal googelst oder so schnell, siehst du gleich, sind dann oft verschiedene Varianten des Classifiers, verschieden gut oder auch verschiedene Methoden kann man vergleichen auf ihre Area under the Curve hin und dann siehst du, dass in der Praxis quasi das immer, die Diagonale wäre das Schlechteste und dann wird es quasi sozusagen besser in die Richtung. Ja, das kommt darauf an, wie ich das normiere. Da würde ich mich jetzt nicht genau drauf festlegen. Aber die maximale Area under the Curve, sagen wir es mal so, ob das genau 1 ist, kommt darauf an, wie ich es normiere. Die bekomme ich, wenn ich ja quasi was ganz fast so ganz unbiologisch, wenn es so ganz eckig wäre. Also im Prinzip, dass ich nur noch False Alarms bekomme, wenn ich wirklich wahnsinnig liberal werde und dann aber auch echt alles erwische, dann bin ich hier schon bei 100% und dann mache ich auch mal einen False Alarm sozusagen. Das wäre ja das Beste, was ich kriegen könnte. Also stellt euch einfach, nehmt euch mal gedanklich diese gelbe Kurve und zieht euch diese oben ins Eck, dann wäre die Area under the Curve viel größer und wenn die orangene Kurve einfach auf der Diagonalen liegt, dann ist mit dem Classifier nichts anzufangen. Warum hat es mit uns als Psychologinnen und Psychologen eigentlich zu tun? Warum reite ich da so lang drauf rum? Letztlich, weil wir uns mit unseren Signifikanztests, wie kommen die jetzt ins Spiel, ins Eck manövriert haben. Man kann von uns eigentlich auch verlangen, dass wir sagen, wir nehmen unsere statistischen Modelle, die wir gemacht haben, nicht um zu sagen, wir verwerfen damit irgendeine Nullhypothese und glauben, dass es irgendeinen Zusammenhang gibt, sondern wir zeigen, man könnte fast sagen, mechanistisch, dass mit einer bestimmten Kombination von Variablen eine gute Vorhersage möglich ist, sozusagen. Also man könnte sagen, der Signifikanztest, der versucht, was zu erklären, während diese Klassifikation oder generell das Machine Learning eins weitergeht und versucht, wirklich was vorherzusagen. Und da gab es vor ein paar Jahren mal von Jack Gallant, der wiederum ein starker Verfechter von solchem Machine Learning in der Neurowissenschaft war oder ein Pionier, könnte man sagen. Der hat den Psychologen quasi damals vor ein paar Jahren, schon wieder ein paar Jahre her, als so die Replikationskrise auftaucht und so, ein bisschen nachgetreten sozusagen und hat gesagt: Ja, Leute, jetzt merkt ihr, dass eure P-Values also nichts bringen oder Quatsch sind. Und dann schreibt er in Capitals, schreit er uns sozusagen an: Use cross-validated out-of-set predictions, people. Ja? Und das will ich jetzt im Folgenden mit euch noch ein bisschen angucken. Was heißt denn, eine out-of-set-prediction zu machen? Und was ist daran cross-validiert? Denn, dass mein Algorithmus klassifizieren kann und dass er viele Hits produziert und hoffentlich ein bisschen weniger False Alarms, das ist schön und gut. Ich kann jetzt sehr, sehr viel machen, um das zu steigern. Ich kann mein Modell einfach mehr trainieren, sozusagen. Das wäre also das Naheliegende. Der zeigt dem noch mehr Gesichter und noch mehr Häuser und hofft, dass das dann klappt. Und ganz so einfach ist es aber nicht. Wenn wir unser lernpsychologisches Wissen mitbringen aus der Allgemeinpsychologie, dann müssen wir sagen, oder auch aus der Rehabilitation oder so, aus der Neuropsychologie, wir müssen sagen, wenn wir behaupten wollen, dass wir eine Funktion trainiert haben, dann muss es auch ein Maß an Generalisierung geben. Wenn ich meine Patientin, wenn ich zum Beispiel die Frage, kann ich Aufmerksamkeit trainieren? Das ist ein Beispiel von mir an der Stelle immer. Das ist umstritten, ob man Aufmerksamkeit wirklich trainieren kann. Die eine Sache wäre, dich jeden Tag 2 Stunden lang eine Batterie von Aufmerksamkeitstests machen zu lassen. Dann bist du wahrscheinlich nach einer Woche besser in diesen Tests. Aber spannend wird es ja eigentlich erst, wenn du im Alltag, sprich in einer irgendwie generalisierenden Situation zeigst, dass du bessere Aufmerksamkeitsleistung hast. Oder ich nehme einen ganz neuen Aufmerksamkeitstest, den du noch nie gesehen hast, und du zeigst mir an dem, dass du dich gesteigert hast. Wir wollen also irgendwie dafür sorgen, dass, und das ist dieses Out-of-Set-Predictions, dass unser Algorithmus in der Lage ist, mit neuen Daten, die er noch nie gesehen hat, oder in neuen Situationen, die er noch nie gesehen hat, eine gute Vorhersage zu machen, eine gute Klassifikation zu machen. Wir brauchen also eine klare Trennung in das, was man Trainingsdaten nennt, die Daten, an denen wir unser Modell aufstellen, und Testdaten, manchmal auch Validierungsdaten. Sagen wir mal, reicht eigentlich Training und Test jetzt zu unterscheiden für unsere Zwecke? Testdaten, Daten, die unser Algorithmus noch nie gesehen hat.
Und das ist sozusagen etwas, was ich ganz, das kann ich einfach anbauen. Ich kann die statistischen Modelle nehmen, wie ich sie kenne aus dem Grundstudium. Eine Regressionsanalyse, eine ANOVA sozusagen. Aber ich gehe dann her und letztlich halte ich einen Teil der Daten zurück, das schauen wir uns jetzt noch ein bisschen mehr im Detail an, um mein Modell aufzustellen. Und das nennt man dann Kreuzvalidierung. Warum Kreuzvalidierung? Weil ich das jetzt mehrmals mache. Ich werde immer einen Teil der Daten zurückhalten, werde das Modell aufstellen und dann an diesem zurückgehaltenen, vom Modell noch nie gesehenen Datensatz schauen, wie gut das Modell klassifizieren kann. Nochmal auf die logistische Regression gewendet. Mich interessiert natürlich, wie gut kann mein Modell für ein neues Individuum ein Risiko vorhersagen zum Beispiel. Ja? Ich weiß über dieses Individuum bestimmte Variablen X. Zum Beispiel weiß ich bei diesem Herrn, dass er 4 positive Lebensereignisse berichtet. Die Frage ist jetzt, kann ich seine Lebenszufriedenheit vorhersagen? Das haben wir mal bei der logistischen Regression als ein Beispiel gehabt. Dieses Formelwerk hier interessiert uns gar nicht so irre. Alles, was uns gerade jetzt zu interessieren hat, ist vielleicht diese zwei hochgestellten Zahlen hier. Das ist Punkt 449. Also E hoch Punkt 449 ist so ein Ausgangsort, dass dieser Mensch glücklich ist. Und dann hier so ein Beta. Für jedes Lebensereignis, er hat 4 davon, positive Lebensereignisse, gibt es so eine Gewichtung. Also das sind unsere Betas natürlich. Das sind die Parameter, die uns interessieren und die wir schätzen wollen beim Aufstellen eines Modells. Das Problem ist ein bisschen arg an meiner logistischen Regression, dass ich diesen Herrn hier schon mit in dem Pool der Daten hatte, um diese Vorhersage aufzustellen. Das heißt, ich habe hier eine Zirkularität sozusagen drin. Man könnte auch sagen, ich betrüge ein bisschen, wenn man so will. Also es ist jetzt nicht Betrüge im Sinne von Bad Practice, sondern es ist halt einfach, du lügst dir selber in die Tasche, wenn du dich nachher mit abfeierst, wie toll deine logistische Regression Dinge vorhersagen kann, wenn das Modell selbst diesen Datensatz schon gesehen hat, kurz gesagt. Wir haben also hier so eine Zirkularität oder so eine Kopplung. Das Modell, was wir verwenden wollen, um Daten zu klassifizieren, ist nicht unabhängig von den Daten, die es klassifizieren soll, zum Beispiel dieser Herr. Was könnten wir machen? Wir könnten also hergehen und ein Training und Testing ganz klar voneinander trennen. Das können wir auf unserer Festplatte machen mit ein paar Zeilen Code. Sortieren wir das einfach sozusagen. Ja? Aber das ist also die Idee ist so grundlegend, dass sie auch jede Studierende im Prinzip mit Jamovi oder mit R oder mit Excel auch selbst hinbekommen könnte, zu sagen, wenn ich Vorhersagen für meine Patienten oder so mache, dann mache ich das Modell also nicht einmal, sondern ich mache das Modell eigentlich n-mal, wäre so ein erster Ansatz. Ich mache es n-mal, das Modell, und lasse jeweils eine Beobachtung aber raus. Und dann mache ich für dieses Modell, für diese ausgelassene Beobachtung, die n-te Beobachtung, eine Vorhersage. Praktischer macht man es eher oft so, dass man den Datensatz teilt in einen Trainingsdatensatz, in eine Trainingsstichprobe, wenn man so will, und eine Testingstichprobe. Da kann man jetzt sehr, sehr lang drüber diskutieren, ist nicht unser Thema, wie man das machen sollte, wie viel Daten nimmt man zum Trainieren, wie viel zum Testen. Bewährt hat sich sowas wie 80-20, manchmal auch nur 90% trainieren, an 10% testen. Ich sage jetzt mal hier 80-20. Das heißt also, wenn ich 100 Probanden in meinem Datensatz hätte, würde ich wirklich 80 nehmen, um eine logistische Regression aufzustellen. Und dann würde ich die 20 anderen, die dieses Modell noch nie gesehen hat, nehmen und für die mit den geschätzten Modellparametern, gegeben ihre x-Variablen, eine Wahrscheinlichkeit für y vorhersagen. Und habe dann sozusagen jetzt eine Trennung erzeugt zwischen Trainingsdaten, die benutzt werden, um die Modellparameter zu bestimmen, und dann ein Testing, um sozusagen an diesen Leuten eine Klassifikation durchzuführen. Und warum nennt man das Kreuz? Weil man jetzt Kreuzvalidierung oder Cross-Validation, weil ich das eben mehrfach machen kann. Im Prinzip kann ich es beliebig oft machen. Man macht es aber üblicherweise so, dass man sagt, zum Beispiel, wenn ich einen Datensatz 80-20 habe, dann würde sich vielleicht, hier steht jetzt 10-mal, aber bei 80-20 würde sich zum Beispiel anbieten, eine fünffache Kreuzvalidierung zu machen, ja, weil ich 20% der Daten habe und das kann ich dann quasi, kann ich 5-mal das machen, dann habe ich alle 20% mal rausgelassen. Sozusagen. Ich kann aber auch eine Leave-One-Out-Klassifikation machen, sehen wir auch gleich noch ein Beispiel. Da würdest du es dann so machen, dass du es n-fach quasi machst, ja, wie ich gerade schon gesagt habe. Dann würdest du immer nur eine Person rauslassen und an n-1 Personen das Modell aufstellen. Und ihr merkt schon, wie ich trainieren und Modell aufstellen quasi
gleichbedeutend verwende. Ja? Das eine ist eben, der Data Scientist oder der Informatiker spricht von Trainieren und sprach immer schon von Trainieren. In der Statistik haben wir das vielleicht Aufstellen eines Modells genannt, aber es ist genau das Gleiche. Wir müssen Modellparameter finden. Ja? Ich hätte mal eine Frage. Mhm. Dann 20% teste. Mhm. Dann habe ich ja insgesamt, sagen wir, 100 Leute für die Einfachheit der Rechnung. Ja. Dann mache ich es nochmal und nehme andere, aber es sind ja trotzdem aus den 100 Leuten wieder 80. Ja, aber du machst ja einen, du fängst ja ganz neu an. Du machst ja ein, das kannst du dir vorstellen, das ist auch durchaus ein Problem. Also erstmal muss man sich überlegen, wie man mit umgeht. Man bekommt im Ende nicht ein Modell, sondern du bekommst jetzt, wenn du es zu Ende denkst, 5 Modelle. Und 5 verschiedene, leicht verschiedene Schätzungen, zum Beispiel hier für Beta 0 und Beta 1. Aber die sind schon komplett getrennt, weil sozusagen die 80% haben jetzt in dem Sinne nicht überlappt. Ja? Oder vor allem die 20%, an denen getestet wurde, haben nicht überlappt. Und wenn du jetzt sagen willst, wie gut dein Modell ist, kannst du jetzt auf zwei Arten, also du kannst zwei Dinge jetzt noch tun. Du kannst die Modellschätzungen, oder oft sagt man verkürzend dazu einfach die Modelle, also diese Betas, die 5 Beta-Nulls mitteln sozusagen, die 5 Beta-1 mitteln und dann sagst du, jetzt habe ich sozusagen wirklich stabil meine, das Beste rausgeholt aus meinen Daten und auch die Klassifikationskorrektheit, weil da ist es ja wirklich, beim Testen ist es ja ganz eindeutig so, dass die, jeder Mensch war eigentlich nur einmal dabei beim Test, bei einem K-Fold sozusagen. Jeder wurde genau einmal getestet, entweder in einem Set mit 20% anderen oder auch allein sozusagen. Also der Gedanke ist interessant, aber man würde sagen, das ist hinreichend unabhängig oder es ist auf jeden Fall besser. Man könnte natürlich sagen, am besten wäre es eine ganz neue Stichprobe zu haben oder so, klar. Aber beim Aufstellen eines Modells ist es auf jeden Fall sehr, sehr viel besser, so eine Kreuzvalidierung zu haben, als das Problem einfach zu ignorieren und zu sagen, ich nehme einfach alle Daten zum Trainieren und zum Testen. Ihr würdet euch wundern, wie oft in der Praxis sozusagen, in der gelebten Wissenschaft, diese Regel missachtet wird oder die Leute das entweder nicht wissen oder es nicht bedenken. Also man kann einfach sagen, das trennt schon mal die absoluten Müllpaper im Machine Learning von den irgendwie halbwegs vernünftigen, dass sie irgendeine Form, irgendeine Bewusstheit für dieses Problem an den Tag legen und irgendeine Form von Kreuzvalidierung implementiert haben. Im Interesse der Zeit gehe ich über das Beispiel hier von Frau Jessen und Frau Thune drüber. Die Cognitive Systems Leute kennen das vielleicht auch ein bisschen. In unserem Bereich sozusagen, in meinem Hobbybereich Cognitive Neuroscience oder das Hobby in meinem Beruf eigentlich, dort wo ich das eigentlich den ganzen Tag mache, da verwenden wir solche Regressionsmodelle. Ich zeige euch das nur ganz kurz. Das ist ein Regressionsmodell. Das müsst ihr erkennen mittlerweile. Das ist so eine Matrix-Operation. Da wird irgendwie eine Varianz-Kovarianz-Matrix X multipliziert mit der Kovarianz von XY. Okay, cool. Dann wird noch irgendwas addiert. Weiß man nicht genau, was man macht. Regularisierung lasse ich weg. Aber man muss letztlich ein Beta finden, was einem von den Stimuli zum EEG bringt. Also was im Stimulus muss passieren, damit im EEG da irgendwie so ein Ausschlag kommt. Was ist es, was diese Ausschläge auslöst? Es ist eine Frage des Encodings. Oder ich kann es auch spielen als ein Decoding-Spiel. Ich kann auch sagen, welches Stimulus wurde denn gerade vorgespielt? War das der eine Filmabschnitt oder war das der andere Filmabschnitt, der hier vorgespielt wurde, wenn das EEG so aussieht? Ich muss also Regressionsgewichte lernen, die nennt man manchmal auch einfach hier G zusammengefasst. Das will ich, bisher hieß es bei uns Beta, jetzt heißt es halt mal G, es müsste aushalten. Das wollen wir lernen. Und Thune und Jessen oder Jessen und Thune zeigen in diesem Paper zum Beispiel ganz schön, wie soll ich denn meinen Datensatz jetzt splitten? Wie soll ich das denn machen sozusagen? Und sie zeigen uns zwei verschiedene Varianten. Sie zeigen das sozusagen für jedes einzelne Baby, was gemessen wurde, kann ich sagen, nimm die Trials, die du hast, oder nimm die, also ja, die ganzen EEG-Schnipsel, die du hast und die ganzen, den ganzen Film und das Ganze, was sie gehört haben, und mach daraus einen Trainingsdatensatz und einen Testdatensatz. Das machen sie hier, um einen sogenannten Hyperparameter zu bestimmen. Habe ich jetzt keine Zeit, darauf einzugehen. Aber es sind sehr viele Parameter, die bestimmt werden müssen in dem Modell. Und dieses Modell hatte eben einen sogenannten Hyperparameter, der heißt Lambda auf dem Slide vorher. Der muss bestimmt werden. Das wird in jedem Mensch gemacht. Aber jetzt kommt hier das, was wir gerade schon besprochen haben, eine interindividuelle Kreuzvalidierung. Jetzt wird am Schluss wirklich gesagt, nimm N-1 Babys, mach an denen ein Training und teste am Enden Baby da noch.
Ist nur ganz schön farblich illustriert, kann man hier vielleicht nochmal nachvollziehen, wie sozusagen in der Praxis, wenn ihr so wollt, Kreuzvalidierung eingesetzt wird. Ich wollte gern den Rest der Stunde verwenden, um ein bisschen über die, wir haben bis jetzt sehr über die logistische Regression eigentlich nur gesprochen, als zum Beispiel, oder über Regressionen. Ich wollte euch schon der Vollständigkeit halber die Grundidee von ein paar anderen wichtigen Algorithmen zeigen. Das Ziel davon ist aber nicht ein genaues mathematisches Verständnis, das möchte ich hier gar nicht, intendiere ich hier gar nicht, sondern das ist wieder mehr so ein lehnt euch zurück, genießt die Show-Teil, das große Ganze nicht aus dem Auge verlieren sozusagen. Also das Grundproblem bleibt das gleiche. Ich möchte eine Kartierung finden, um zu einer Klassifikationsaussage zu gelangen sozusagen. Und über Linear Discriminant Analysis, Fischers LDA, spreche ich eigentlich gar nicht. Ich wollte kurz das Ganze als so ein bayesianisches Problem ganz kurz angucken und dann noch ein bisschen über Support Vector Machines sprechen, SVMs. Weil das soll euch eigentlich so ein bisschen empowern, als Psychologinnen und Psychologen zu sagen, ihr könnt auch, also wenn einer von SVMs faselt, dann ist es irgendwie, man muss keinen Master in Informatik haben, um SVMs auch einzusetzen oder sowas für seine Masterarbeit oder sowas. Darum geht es mir eigentlich darum, so ein bisschen zu sagen, aha, okay, die Grundidee ist eigentlich überall die gleiche. Das ist so ein bisschen das, was ich rüberbringen möchte. Die Gefahr hin, sehr oberflächlich dabei zu wirken, natürlich. Genau, also sozusagen wie immer bei einer Obleser-Vorlesung, alles, was du brauchst, um auf einer Party damit angeben zu können, aber viel tiefer geht es dann auch nicht. Genau. Wenn wir klassifizieren, dann machen wir ja eigentlich, eigentlich wissen wir das schon, wir haben es auch ein paar Mal fast schon so formuliert. Eigentlich ist es so ein etwas, was uns sehr an den Satz von Bayes erinnert. Eigentlich möchte ich wissen, aus welcher Kategorie kommst du denn jetzt? Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in die Kategorie weiblich fällst oder in die Kategorie männlich, gegeben, was ich so alles über dich weiß? Ja, also ich habe einen ganzen Satz Informationen von dir in X oder in Y und Z und sonst was und ich möchte eigentlich so eine Kategorie vorhersagen für dich. Das kann man sich also nochmal ganz einfach nach Satz von Bayes sozusagen vorstellen. Was ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass du aus der Klasse K kommst, wenn X X ist? Ja gut, da gibt es ja zum Glück den Satz von Bayes dazu. Das kann ich ja wissen, wenn ich weiß, wie häufig diese Klasse K denn so auftritt, wenn ich weiß, wie häufig so alle Daten sind. Das ist immer so ein bisschen das Komischste und spielt immer die wenigste Rolle. Das nennt man manchmal auch die Evidence da unten. Das ignorieren wir ganz elegant, das ignorieren wir auch gleich, wenn wir noch weitermachen dazu, das spielt uns, interessiert uns nie wieder. Aber dann gibt es hier noch was, was man im Bayesianischen die Likelihood nennt. Das verwirrt euch jetzt vielleicht, weil wir Likelihood hier auch besprochen haben, aber das ist im Satz von Bayes die sogenannte Likelihood. Also, das passt schon zu einer Likelihood-Definition. Wenn die Klasse K ist, was ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass du genau dieses X hast? So, im nächsten Slide die gleiche Information, nur ein bisschen eingängiger. Der sogenannte Naive Bayes Classifier ist sozusagen, wenn ihr so wollt, eigentlich der primitivste Classifier, den man wenn man nur den Satz von Bayes kennt und nur weiß, dass sich viele Variablen eigentlich normal verteilen. Das ist so Statistik 1 Wissen eigentlich. Wenn man damit arbeitet, kann man sich einen schönen Classifier ganz von selbst bauen, der ganz einfach fragt, zum Beispiel zwei Klassen, männlich und weiblich, verzeiht mir dieses dämliche Beispiel nochmal, aber es ist so schön eingängig, männlich und weiblich, ausgedrückt in drei Variablen, quantitativen Variablen, nämlich in der Größe, im Gewicht und in der Schuhgröße. Die nennen wir mal ganz kurz X, Y und Z, die drei Variablen. Ich kann jetzt dieses Lernen des Algorithmus mir vorstellen, wie ein ganz einfaches sozusagen Bilden von Normalverteilungen. Also was ich eigentlich schätze, was ich eigentlich lernen möchte, ist, lernen heißt, ich weiß, wer ist Männlein, wer ist Weiblein in den Trainingsdaten. Und ich lerne jetzt einfach, was ist denn die mittlere Schuhgröße bei den Männern? Was ist die mittlere Schuhgröße bei den Frauen? Was ist die Varianz der Schuhgröße bei den Männern? Was ist die Varianz der Schuhgröße? Das kann ich mir also sozusagen erstmal auch, das ist ja ebenfalls eine bedingte Wahrscheinlichkeit, nur ist es jetzt umgedreht. Also was ist sozusagen, wenn das Geschlecht gegeben und bekannt ist, was sind dann typische Schuhgrößen, was sind untypische Schuhgrößen? Sowas lerne ich einfach und ich drücke das aus als zwei Parameter, ein Varianzparameter und ein Mittelwertsparameter. So, jetzt kommt sozusagen Testing, wenn ihr so wollt, eine neue Beobachtung rein. Diese neue Beobachtung, ihr seht auch nochmal, die war nicht Teil der Trainingsdaten, andere Farbe, ja, Holzhammer-Didaktik, ja, andere Farbe.
Diese Beobachtung hat einen X-Wert von 180 cm, einen Y-Wert von 72 Kilo schwer und einen Z-Wert von Schuhgröße 43. Es ist so offensichtlich jetzt vielleicht, dass es das Lernen fast bei euch wieder verhindert, weil ihr natürlich sagt, ja, okay, das ist ein Mann, ja. Aber ist es so? Who knows? Ja, muss ja nicht sein. Was wir einfach fragen, was der Classifier einfach fragt, ist, welche a posteriori Wahrscheinlichkeit ist jetzt größer? Ist es jetzt sozusagen, wenn ich mir a posteriori angucke, die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Mann ist, gegeben diese Informationen, versus die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Frau ist, gegeben diese Informationen, die größer ist, die gewinnt halt. Also wieder einfache Klassifikationsentscheidung beim Naive Bayes Classifier. Wer die größere a posteriori Wahrscheinlichkeit für diese Werte produzieren kann, der kriegt den Zuschlag, der gewinnt sozusagen. Man kann das hier jetzt noch aufdröseln, möchte ich aber in der Interesse der Zeit gar nicht machen. Wir können sagen, klar, diese a posteriori Wahrscheinlichkeit, eine Frau zu sein, oder die a posteriori Wahrscheinlichkeit, dass das ein Mann ist, die verhält sich proportional, und das reicht uns komplett, zu einer Art Produkt aus prior, was ist überhaupt die Wahrscheinlichkeit in dem Datensatz, dass Frauen und Männer vorkommen. Da ist es sehr, sehr gut, wenn das balanciert ist, wenn in dem Datensatz also gleich viel der einen Kategorie wie der anderen sind. Können wir mal so dahingestellt lassen, dann ist das nämlich auch konstant. Und dann seht ihr hier letztlich so ein Produkt, so eine zusammengesetzte Wahrscheinlichkeit, was war also, wenn es eine Frau wäre, die Wahrscheinlichkeit, diesen X-Wert, diesen Y-Wert, diesen Z-Wert zu produzieren. Ja. Aber F ist jetzt für Female oder ist es für Female? Nee, für Female, groß F gerade. Female und Male, sorry. Könnte auch W und M heißen. Ganz schlechte Didaktik von mir. Auf dem Slide vorher stand M und W, genau. Alles, was dieser Classifier jetzt macht, das ist wirklich, das sieht irgendwie unangenehm aus, aber es ist wirklich eigentlich trivial. Man kann quasi eben jetzt diese Likelihoods oder diese Wahrscheinlichkeiten, die kann man ja einfach ausrechnen. Denn wir haben ja in der Lernphase unseres Modells gelernt, was typische X-Werte, also typische Größen für die Männer sind und was typische Größen für die Frauen sind. Das haben wir gelernt als einen Mittelwert und einen Varianzparameter. Dann kann ich das in so eine Normalverteilung hier einsetzen. Da oben seht ihr, das ist die 180, die diese neue Beobachtung mitbringt. Und hier wird Sigma M und μ M eingesetzt. Das sind einfach die gelernten Mittelwerte von Männern und die gelernte Streuung von Männern, die wir aus unseren Trainingsdaten gelernt haben. Und so können wir uns also diese Wahrscheinlichkeit ermitteln, genauso könnten wir uns die und die ermitteln, dann könnten wir die multiplizieren. Hier müssten wir auch drei Wahrscheinlichkeiten ermitteln, müssten wir auch multiplizieren. Es würde damit enden, dass wir posteriori sagen können, es ist jetzt wahrscheinlicher, dass das ein Mann ist, oder es ist wahrscheinlicher, dass das eine Frau ist. Man könnte also sagen, damit gleich kommt dürfen Sie die Fragen noch, man kann sagen, wenn es nur für eine Variable, nur für die Größe x zum Beispiel gezeigt, die wäre hier auf dieser Achse sozusagen, dann muss ich jetzt sagen, wie verteilen sich bei den Trainingsdaten die Männer, wie verteilen sich die Frauen, und wenn jetzt eine neue Beobachtung kommt, dann lerne ich sozusagen, ich lerne eine optimale Grenze, und darüber wird jetzt im Folgenden noch zu reden sein. Für alle Classifier ist immer das Problem, wo lege ich diese Grenze hin, dass ich sage, wenn du diesseits oder jenseits dieser Grenze liegst, klassifiziere ich dich als Mann oder als Frau in dem Fall. Ja. Ich habe nur eine Frage zu den Mittelwerten. Mhm. Ist das ein übergeordneter Mittelwert oder ist das ein MX, MY-Mittelwert, MZ? Also das ist quasi diese Mittelwerte, diese μ und Sigma, die in der Formel auftauchen, die lernst du sozusagen am Anfang, wenn du dir alle in deinen Trainingsdaten alle Männer so anschaust und alle Frauen so anschaust zum Beispiel. Ja, dann lernst du ein μ oder lernst zwei μ sozusagen, ein μ für die Frauen, ein μ für die Männer, und du lernst zwei Sigmas, ein Sigma, also eine Streuung sozusagen. Du musst lernen, was sind typische Verteilungen meines Merkmals für die beiden Klassen. Ja? Der ist total irrelevant, sondern du lernst den Mittelwert, also die bedingte Mittelwerte sozusagen, den Mittelwert, supervidiertes Lernen. Im Training sagst du deinem Modell, guck mal, das sind alles Männer, guck dir die mal an zusammen. Aha, dann sagt der Algorithmus, ah, die haben ja den Mittelwert und die Streuung. Und dann guckst du jetzt mal bitte noch die alle Frauen an. Ja? Und die haben den Mittelwert und die Streuung. Wie kann man denn einen Mittelwert über Körpergröße, Gewicht und Schuhgröße haben? Man kann drei Mittelwerte haben und drei Streuungen. Nee, ich habe euch hier als Beispiel nur diesen einen Ausdruck gezeigt. Das Gleiche musst du gleich noch für die Schuhgröße machen und fürs Gewicht. Das war da. Ah, gerne. Also,
wofür ich gerne eure Aufmerksamkeit noch hätte im Rest der Vorlesung, ist eigentlich dieses Problem, wo kommt so eine Grenzsetzung her? Also das war jetzt nur als Beispiel der Naive Base Classifier. Vielleicht nur zur Abrundung noch, der eine Satz hier steht ein Ausdruck, das nennt man die Maximum a posteriori Regel. Und das ist ein Ausdruck, den findet ihr immer mal wieder. MAP, manchmal spricht man auch von einem MAP Estimator oder sowas. MAP, also ich finde den Ausdruck, wenn man ihn einmal akzeptiert, eigentlich so ganz gut. Maximum a posteriori heißt, welche der beiden Kategorien hat gerade die maximale posteriore Wahrscheinlichkeit? Das müssen auch nicht zwei sein, das könnten ja auch drei oder vier oder fünf Klassen sein und du musst dich ja trotzdem entscheiden, welche hat die maximale a posteriori Wahrscheinlichkeit und ist damit dein wahrscheinlichster, deine wahrscheinlichste Klasse. Wir spulen aber nochmal ein bisschen zurück und fragen uns, okay, wenn ich eine Punktwolke habe und in eine Punktwolke möchte ich irgendwie entscheiden, wo verläuft so eine optimale Grenze? Hier ist es mal so als grün eingezeichnet, aber wie kommt die genau zustande? Und das sieht man ganz schön an einem anderen Classifier und das ist auch der letzte, den ich euch so im Detail heute ein bisschen zeigen möchte, das ist die sogenannte Support Vector Machine. Die hat sozusagen den most fancy Namen, klingt, als wäre es ein kleines Maschinchen, ist irgendwie auch ein kleines Maschinchen, ist so ganz nett, das klingt noch so nach Turing, nach Zweiter Weltkrieg, nach, als man Dinge noch zusammengelötet und gesteckt hat irgendwie. Das Support Vector Machine. Aber eigentlich auch nur ein einfacher Algorithmus. Dazu müssen wir noch einen neuen Begriff einführen, nämlich den der Hyperplane oder Hyperebene. Müssen wir kurz akzeptieren, dass es das gibt. Eine Hyperebene kann man sich sehr eng verwandt mit dem Konzept eines Subraums. Daran könnt ihr euch vielleicht noch aus dieser Geometrie ein bisschen erinnern, dass wir sagen können, wenn wir p-Variablen haben, dann spannen die ja einen p-dimensionalen Raum auf, einen Variable Space, ja, p-Variablen. Vorher hatten wir da also in dem Beispiel, als Sie dann auch gesagt haben, das ist ein Variable Space, da waren das ja drei, da war y, x1, x2, könnten also sagen, das war ein p gleich dreidimensionaler Raum. Eine Hyperebene ist jetzt im Prinzip immer definiert als ein Unterraum der Dimension p-1. Fast ein bisschen irreführend, weil bei Ebene denken wir immer an was Zweidimensionales, aber Hyperebene ist ein allgemeinerer Begriff, der immer sagt, nimm einen Raum und dann finde in dem Raum eine Hyperebene, heißt, finde darin einen Subraum, der genau um eine Dimension kleiner ist. In dem Beispiel, was ich euch hier zeige, ist es ganz simpel. Wir haben, wenn ihr so wollt, es mit einem zweidimensionalen Variable Space kurz zu tun für dieses Beispiel auf diesem Slide. x1, x2, so rum. Und diese schwarze Linie hier, die erfüllt die Kriterien einer Hyperebene. Was macht die hier? Die hat sozusagen auch eine Gleichung, die kann ich beschreiben. Das ist 1 plus 2x plus 3x, 2. Und die erfüllt sozusagen die, alle Punkte auf dieser Geraden, haben die Lösung 0 quasi. Was macht diese spezielle in dem Fall gerade, weil zwei Ebenen haben zwei, also nee, Entschuldigung, dieser Plot hat ja die Dimension p gleich 2 und dann ist p minus 1 also nur noch eine Gerade. Wir haben es also mit einer Hyperebene hier mit der Dimension 1 gerade zu tun. Was macht die? Die trennt diesen Raum, diesen gesamten Raum sozusagen in zwei Teile, in dem Fall einen blauen und einen violetten. Und damit wollen wir jetzt im Weiteren weiterarbeiten. Wir müssen also aus diesem Slide eigentlich nur akzeptieren, eine Hyperebene ist etwas, das so einen Raum quasi in zwei Bereiche unterteilt. So, in der Allgemeinheit möchte ich es kurz stehen lassen und im nächsten Slide wird es ein bisschen klarer. Jetzt gucken wir uns nämlich mal in diesem Raum x1, x2, also wir sind in einem Variable Space, das sage ich jetzt immer noch mal dazu, schauen wir uns mal ein paar Punkte an. Das könnte jetzt ein Datensatz sein. Und wie ihr an den Farben seht, ich hoffe, die Farben funktionieren halbwegs hinten, haben wir es mit lilanen Punkten, also einer Kategorie lila zu tun und einer Kategorie blau. Wir könnten unter uns ja schon mal sagen, dass offensichtlich die lila Punkte sich durch hohe x1 und niedrige x2 Werte zum Beispiel auszeichnen. Die liegen hier. Und die blauen eher niedrige x1 und hohe x2 Werte. Ihr könnt euch schon denken, dass das ein bisschen ein arg wohlgeformtes Problem ist. Für ein Lehrbuch ist es halt so mal jetzt hier gemacht. Hier ist es jetzt eigentlich so, da könnte ich mehrere sogenannte Hyperebenen hineinlegen. Die würden alle drei, wie sie hier sind, dafür sorgen, dass die blauen Punkte genau perfekt geschieden sind von den lila Punkten. Das wäre ja schön im Sinne einer Klassifikation. Wenn ich also wüsste,
wenn du quasi für diese Hyperebene einen Wert größer 0 produzierst, landest du da oben, wenn du einen Wert kleiner 0 produzierst, da unten. Hier hat man sich jetzt entschieden sozusagen für eine, das ist glaube ich die hier, die ist dann jetzt hier auch eingezeichnet und dann trennt die das sozusagen. Und dann kann man daraus wieder eine Entscheidungsregel ableiten sozusagen. Also aus der Lage dieser Hyperebene in dieser Punktwolke folgt eine Entscheidungsregel. Nämlich, wenn du da drüber bist, nenne ich dich Kategorie 1, wenn du da drunter bist, nenne ich dich Kategorie 2. Ja. Wahllos momentan. In dieser Sachlage gerade völlig wahllos. Wir sehen gleich im nächsten Problem, das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht mehr ganz so wahllos wird. Wir haben jetzt hier eine Situation, quasi leicht veränderte Datenlage, damit es passt. Was ist jetzt hier passiert? Hier liegt immer noch eine Hyperebene drin. Das ist diese schwarze dicke Linie. Das bleibt auch so über die nächsten Slides. Aber was hier jetzt noch dazu eingezeichnet ist, sind solche gestrichelten Linien. Seht ihr das? Die sind sozusagen symmetrisch, wenn ich das so sagen darf, rund um diese Hyperebene, rund um diese Trennlinie. Und jetzt sehen wir auch ganz interessant, es gibt so bestimmte Punkte, die zwei hier, oder die drei, also dieser lilane und diese zwei, die sind so, wie das jetzt hier gerade konfiguriert ist, nehmen wir einfach erstmal zur Kenntnis, die liegen quasi auf diesem Rand. Oder man kann auch sagen, so ist der Rand definiert. Ein Rand, dieses Gestrichelte nennt man Englisch auch Margin, für diese Trennlinie. Und denen kommt jetzt noch eine besondere Rolle gleich bei der Support Vector Machine dazu. Und das kann man auf diesem Slide schon mal alles etablieren, was da nämlich passiert terminologisch. Erstens. Wir befinden uns im Variable Space. Das heißt, eine Beobachtung ist ein Vektor im Variable Space. Also du bist die Beobachtung, wenn du diese Beobachtung bist, bist du ein Vektor. Warum? Weil du einen Wert x1 mitbringst und einen Wert x2. So. Tut nicht so irre viel zur Sache, hilft aber sich zu merken, warum das eine Support Vector Machine gleich wird, weil es eigentlich um Vektoren geht. Und es geht nicht um alle Vektoren. Sprich, nicht um alle, was weiß ich, wie viele hier gezeigt sind, 25 Vektoren, sondern nur um die Vektoren gleich im Folgenden, die diesen Rand sozusagen ausmachen, die an dem Rand liegen, die diesen Rand, wenn man den so definiert, als die letzte Grenze sozusagen vor der Hyperebene, die den definieren. Man kann auch jetzt hier schon einen bestimmten Classifier machen, der jetzt in der Praxis nicht so eine Rolle spielt, der Maximal Margin Classifier. Ich kann sagen, was ist sozusagen die größte Trennung, die ich hier mit diesen Rändern hinbekomme. Die Support Vector Machine macht das aber ein bisschen anders. Die stellt gleich, die macht gleich sozusagen ein bisschen, die lockert das Spiel ein bisschen auf. Weil, also wir müssen mal festhalten, diese Sachlage, die wir hier hatten, dass es so klar getrennt ist und dass wir es uns noch raussuchen können, wie wir in diesem hochdimensionalen Raum so eine Hyperebene reinlegen, dass die Klassen gut getrennt sind, das muss ja nicht immer gut gehen. Also wir sehen auch gleich ein Beispiel. Manchmal gibt es keine Hyperebene, die das perfekt macht. Und dann wäre es doch trotzdem schön, eine Art Kompromiss zu finden sozusagen. Und da kommen diese Margins oder diese Ränder jetzt ins Spiel. Und zwar könnte man ja sagen, okay, vielleicht nehmen wir einfach in Kauf, das ist wieder so ein klassischer Trade-off, den man oft hat in der Statistik, vielleicht nehmen wir es in Kauf, dass einzelne Beobachtungen auch mal falsch klassifiziert werden. Oder wie es hier im Lehrbuch heißt, es könnte sich lohnen, einige wenige Trainingsbeobachtungen auch mal echt falsch zu klassifizieren. Warum würde man das machen wollen? Weil man damit vielleicht eine bessere Stabilität oder Robustheit des Classifiers gegenüber neuen Beobachtungen, die dann im Testing reinkommen, zu besitzen sozusagen. Und ihr habt hier jetzt mal eine Datenlage, das sieht man leider schlecht mit dem bloßen Auge, aber wenn das zu Hause vielleicht mal reinzoomt, ein PDF, diese blauen und lila Punkte, ihr werdet keine Hyperebene finden, die das perfekt trennt. Also nicht, wenn ihr sagt, eine Hyperebene hat einfach eine Dimension weniger. Natürlich könnt ihr da irgendwas Nichtlineares reinlegen. Ihr könnt sagen, gucken Sie mal, Herr Obleser, ich male da so eine Linie, dann sind auf der einen Seite der Linie nur noch die lilanen und auf der anderen Seite die blauen. Aber das ist dann eben keine lineare Trennung mehr und dann weiß kein Mensch, wie man das interpretieren sollte. Das erfüllt dann nicht die Kriterien, dass ihr wirklich die sozusagen in einem niederdimensionalen Raum diese Klassifikation gemacht habt. Ja? Ja, also so, da gehe ich jetzt nicht so drauf ein, aber im Prinzip ist es genau die Frage. Genau, ja, will ich mal, also wie schlimm ist es, wenn ich was falsch klassifiziere? Die Frage steht schon im Hintergrund. Aber was jetzt hier gesagt wird, ist, dass der SWM sagt, es ist nicht so schlimm, mal jemand falsch zu klassifizieren, einzelne Beobachtungen,
solange ich eine gute Generalisierung auf neue Daten hinbekomme. Also das ist sozusagen was in der einfachen Klassifikationstabelle ja als Ziel vorher noch nicht enthalten war. Wenn Sie nochmal gucken, wir haben erst über die Klassifikation gesprochen mit False Alarms und so. Und dann haben wir aber die Kreuzvalidierung oder überhaupt diese Idee eingeführt, dass wir ja generalisieren wollen auf neue Daten. Und hier im SWM haben wir jetzt quasi, werden die zwei Sachen gegeneinander balanciert. Wie schlimm ist es mal, jemand falsch zu klassifizieren versus wie stabil möchte ich eigentlich die Lösung haben, dass sie auch für neue Daten funktioniert. Und die Support Vector Machine, die heißt also Support Vector Machine oder Support Vector Classifier, weil sie gleich mit diesen sogenannten Support Beobachtungen, die also diese gestrichelten Abstände zur Hyperebene, nur die eigentlich angucken, versucht quasi eine gute Hyperebene zu finden. Man nennt die manchmal auch Soft Margin Classifier, weil die sozusagen so ein bisschen soft sind, ein bisschen nicht so ganz streng für den einzelnen Datenpunkt sind. Hier mal, das sind zwei verschiedene Datenbeispiele. Hier sind zwei Datenpunkte dazugekommen, aber wir schauen erstmal kurz links. Sehr busy, weil ich es vollgemalt habe. Aber im Lehrbuch, in dem James-Klassifikationskapitel, könnt ihr euch das in Ruhe auch nochmal anschauen. Hier ist es jetzt gerade so, dass wir hier natürlich ein paar Daten haben. Wenn das die Hyperebene ist, mit der wir arbeiten, dann haben wir hier ein paar Datenpunkte, die sind einfach safe. Die sind nicht nur auf der richtigen Seite der Hyperebene, sondern auch noch außerhalb des Randes. Wunderbar. Und hier haben wir ein paar, für die hat es auch funktioniert. Dann gibt es welche, unsere Support-Vektoren, die liegen auf diesem Rand. Diese zwei, die Beobachtung 2 und die Beobachtung 9 hier. Und dann gibt es aber auch die Beobachtung 1 und 8. Die liegen wirklich auf der falschen Seite des Randes, aber noch auf der richtigen Seite der harten Trennlinie, der Hyperplane. Hier drüben haben wir jetzt aber zwei Beobachtungen dazu bekommen, die 11 und die 12. Die sind neu quasi hier, die sind hier nicht drin. Die sind aber auch falsch klassifiziert. Also das sieht man wirklich von hinten wahrscheinlich nicht so toll, aber das ist eine lila, die 11 ist eine lila Beobachtung, die gehört eigentlich, sollte auf die andere Seite des Classifiers gehören. Das hat er falsch gemacht sozusagen und die 12 ist auch falsch irgendwie. Und da setzt jetzt quasi der Support-Vektor an, dass er versucht, die Ränder so zu definieren, dass möglichst wenige natürlich wirklich falsch klassifiziert werden, aber er macht es eben in erster Linie, das ist jetzt hier gezeigt, darüber, dass er diese Ränder, verschiedene Ränder sozusagen ausprobiert. Also dieser, man kann sagen, die Weite des Randes sozusagen rund um die Hyperebene, das ist der eigentliche Parameter, mit dem der Support-Vektor rumspielt. Und je nachdem resultieren dann auch andere Hyperebenen, so muss man es eigentlich sagen. Und man kann quasi den Rand sehr, sehr eng definieren. Das ist dann eine, man nennt es im Support-Vector-Machine auch die Toleranz, dieser Toleranzparameter. Man kann den sehr eng wählen. Dann hat man sozusagen, weil man ihn sehr eng um die Hyperebene wählt, sehr wenige, die da im Rand quasi liegen, relativ wenige. Das läuft alles darauf hinaus zu sagen, hier habe ich mich sehr, sehr an diese Daten angepasst. Während ich hier, das seht ihr schon, die Ränder sehr, sehr weit definiert habe. Da liegen quasi alle Beobachtungen quasi im Randbereich. Irgendwo zwischen so zwei Extremen wird wahrscheinlich der Classifier liegen, den man dann wirklich wählt. Warum? Weil man sagt, man möchte eigentlich neue Daten, die reinkommen, eben auch gut klassifizieren können. Ja. Ich habe diese Funktion von diesem Rand noch nicht ganz verstanden. Ja, weil ich es nicht erklärt habe. Also weil ich die Mathematik dazu nicht erklärt habe, sozusagen. Ich habe es hier unten nochmal hingeschrieben, vielleicht können wir es auf dem Slide, aber können wir es damit sozusagen stehen lassen. Man kann sagen, alle Punkte, die außerhalb des Randes liegen, das ist was Besonderes. Also wir haben ja viel über suffiziente Statistiken oder so auch schon mal gesprochen oder generell bei einer Regression. Jeder Punkt beeinflusst doch die Regressionsgerade, oder? So ist es so. Das ist bei einer Support-Vector-Maschine nicht der Fall. Nur die also sozusagen am Rand, um den Rand liegen, spielen eine Rolle für die Lage des Randes und damit auch der Hyperebene. Alle anderen Punkte haben überhaupt keinen Einfluss drauf. Das kann man sich so ein bisschen wie beim, ich stelle mir es zumindest so vor oder greife kurz zu der Analogie wie bei einem, wenn Sie rangbasierte Daten hätten. Schauen Sie mal kurz bitte ein, so ein Datenpunkt hier draußen, der extrem ist in X2, wenn der hier liegen würde, würde das an dieser Classifier-Lösung überhaupt nichts ändern. Weil nur die am Rand liegen, die Support-Vektoren, den Classifier machen. Das ist also eigentlich auch ein bisschen eine verrückte Entscheidung, zu sagen, eigentlich mache ich die Klassifikation ja dann gar nicht mit allen Daten, so gesehen, sondern ich probiere sozusagen aus,
Welcher Rand umfasst welche Beobachtungen? Und das macht den SVM aber zu so einem interessanten, weil sehr robusten Classifier sozusagen. Und Sie sehen, das können Sie, glaube ich, einfach akzeptieren, großer Toleranzwert heißt, die Ränder werden sehr breit gewählt, kleiner Toleranzwert heißt, die Ränder werden sehr, 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 sehr eng gewählt. Aber das bleibt jetzt ein bisschen unbefriedigend, weil ich Ihnen die Formeln vom SVM quasi nicht mitgebracht habe. In denen sieht man, wie C sich zusammensetzt. Das habe ich jetzt hier nicht gezeigt. Da hinten war kurz eine Frage noch. Ja, bei der gestrichelten Linie. Ja. Wenn ich nur Daten in diesem Bereich oder an der Linie benutze, ja. Dann exkludiere ich doch Daten, bei denen ich mir doch am ehesten sicher bin, oder nicht? Genau, genau. Ja, richtig. Aber wenn ich mir bei denen extra sicher bin, warum soll ich sie dann exkludieren? Weil sie mir zum Finden einer optimalen Trennung, also sozusagen, Sie können sich das nochmal ein bisschen an dem Beispiel hier vorstellen. Das war das erste Beispiel. Da hatten wir ja gesagt, da ist die Lage so klar, da kann ich die oder die oder die reinlegen als Trennung. Was heißt das jetzt aber für neue Daten? Du möchtest gut generalisieren können, wenn jetzt ein neuer Datensatz, neue blaue Punkte und neue lila Punkte reinkommen. Und dann ist es eben ein Optimierungsproblem, welche dieser drei sozusagen funktioniert jetzt am besten auch für neue Daten, sodass du bei neuen Daten einen kleinen Fehler machst. Und dafür, wir sehen das ja an dem Slide, dass diese Punkte, die und die, nicht informativ sind, um eine Art optimalen Classifier zu finden. Die Punkte sagen uns ja nur, whatever works, die kannst du alle drei nehmen. Spannender wird es also mit den Daten, die näher an einer möglichen Hyperebene liegen. Das ist, glaube ich, so die Grundidee von der Support-Vector-Maschine. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Kurze Frage zur Support-Vector. Ich würde gerne das Wrap-Up noch machen, ja? Aber das heißt, ich würde ja. Mir nur noch einmal was ja. Ja, also man kann extrem sagen, das hier geht in die Richtung von Overfitting auch, wo wir sagen, wir sind zu gut an unsere Daten angepasst. Wenn Sie im Sinne von der Klassifikationsgenauigkeit sagen wollen, können Sie sagen, hier schaffen Sie vielleicht 97% Ihrer Daten korrekt zu klassifizieren. Aber was ist mit einem ganz neuen Datensatz, der reinkommt? Ja? Sind Sie dann sozusagen überangepasst an diese Daten? Ich wollte euch gerne solche Slides noch zeigen, weil ich euch eben nicht sozusagen zu tief in die einzelnen Algorithmen jetzt reinschicken wollte. Mir ist es wichtig, dass ihr das große Ganze im Auge behaltet. Und das große Ganze des supervidierten Lernens ist also etwas, was wir auch an der linearen Regression uns anschauen hätten können. Nämlich, gegeben ein paar Variablen x, finde eine Funktion, das kann mal eine Gerade oder auch was Komplizierteres sein, mit einem Parameter, mit zwei Parametern. Wenn es ein tiefes neuronales, rekurrentes Netzwerk ist, sind es auch mal ein paar Millionen Parameter. Finde Parameterwerte, die Vorhersagen machen, Y-Hut nennen wir die einfach mal, völlig egal, ob das eine Kategorie ist im Ende oder eine quantitative Vorhersage, die möglichst gut zu der tatsächlich Beobachteten, das ist das Supervidierte daran, zu den tatsächlich beobachteten Werten Y passt. Und aus diesem Passen oder Nicht-Passen, korrekte Klassifikation, haben wir heute viel drüber geredet, beim linearen Modell haben wir eher über eben die Abweichungsquadrate gesprochen. Aus diesem Passen oder Nicht-Passen, das ist sozusagen das Lernen daran, das ist ein Feedback-Signal, was die Maschine, der Algorithmus verwendet, um sich zu optimieren, um andere Parameter auszuprobieren. Ja? Also per Maximum Likelihood letztlich. Abgrasen oder auch per brutalem Ausprobieren einfach alle möglichen Parameterwerte durchprobieren, die diese sogenannte Loss-Function oder Cost-Function, also in unserem Sprech sehr oft einfach das mittlere Abweichungsquadrat zwischen beobachtetem und gemessenem, modelliertem und beobachtetem, das klein werden zu lassen. Man kann sagen, dieser Kreislauf, das ist das Trainieren des Modells. Du tunest deine Parameterwerte dahingehend. Und dann sozusagen das Kleingedruckte ist eben hier, dass wir sehr oft sagen, wir machen das, indem wir kreuzvalidieren, indem wir eben nicht an allen Daten trainieren und dann wieder vorhersagen. Man könnte sagen, dieser Teil da hinten, das ist eigentlich das Testen,
dann später, also auch beim Trainieren spielt es natürlich eine Rolle. Ich muss gucken, wie gut passe ich gerade, wie gut passt meine Vorhersage zu den beobachteten Trainingsdaten. Aber dann muss ich am Schluss auch einen Testschritt machen nochmal und sagen, jetzt spiele ich das für neue Daten X durch, die er noch nie gesehen hat, produziere mir neue Y-Hoots und gucke, wie gut die zu noch nie gesehenen beobachteten Ys passen. Und wenn ihr so wollt, versteckt sich in dieser Black Box oder ozeangrünen Box entweder eine einfache, stinknormale Regression oder ein bisschen vornehmer eine logistische Regression, wenn was klassifiziert werden soll, oder eine Support Vector Machine oder irgendwelche Decision Trees oder Deep Neural Networks oder Recurrent Neural Networks oder Transformers oder Autoencoders. Und einfach der ganz normale Tech-Sprech kann da sozusagen jetzt einsetzen. Und es ist auch so, dass jede Woche natürlich hier Varianten vorgeschlagen, erfunden werden, vor allem dieser tiefen neuronalen Netzwerke. Aber nochmal, es bleibt dabei, ich gebe Daten rein und möchte Vorhersagen rausbekommen. Und das Level der Sophistikation hier drin ist sozusagen unterschiedlich. Aber deshalb ist es dann rhetorisch manchmal so stark, wenn man dann sagt, wenn man daran erinnert, eine einfache Regression oder vor allem eine logistische Regression, die ja eigentlich simpel ist, die wir hier in so einem Psychologie-Master problemlos komplett behandeln konnten, das ist auch Machine Learning. Und du musst eigentlich erstmal beweisen, dass du mit einem tiefen neuronalen Netz, was zig Ebenen und Millionen von Parametern hat, wirklich besser bist als eine einfache logistische Regression. Deshalb hatte ich eingangs auch gesagt, die logistische Regression, das ist oft so die Benchmark sozusagen, gegen die du antreten musst, wenn du komplexere Lösungen hast. Von diesen komplexeren Lösungen möchte ich euch aber wirklich nur noch schlaglichtartig trotzdem zwei eigentlich zeigen, weil sie auch unseren Alltag so zurzeit anfangen zu bestimmen. Und das sind die sogenannten tatsächlich Autoencoder und Transformer. Ich habe mich entschlossen, da euch ein Slide zu zeigen. Aus dem einfachen Grund, weil es da einen ganz klaren Bezug zu den letzten Wochen gibt, nämlich zur Dimensionalitätsreduktion oder auch zu den latenten Variablen. Was nämlich viele Modelle jetzt versuchen hier drin, ist eigentlich zu sagen, ich lerne mal kurz aus einem relativ hochdimensionalen Problem X, also mit sehr vielen Variablen X oder sehr vielen Merkmalen, versuche ich eigentlich so eine arg abstrahierte, man könnte auch sagen komprimierte Variante zu lernen. Und das heißt in unserem, das ist das, was wir latente Variablen genannt haben. Du versuchst einen hochdimensionalen, komplexen Input zu mappen auf einen einfacheren latenten Space sozusagen. Und bei einem sogenannten Autoencoder ist das, nennt man das manchmal auch ein Bottleneck. Das heißt, ein Autoencoder, der kriegt eigentlich eine ganz irre Lernaufgabe. Der soll eigentlich lernen, den Input, den er bekommen hat, wieder zu reproduzieren. Der Klassiker sind zum Beispiel so handgeschriebene Nummern. Der ist also ganz lustig. Der soll jetzt nicht lernen, der Autoencoder soll nicht nur lernen, welche Ziffer wurde da gekritzelt auf dem Brief. Das ist so ein klassisches Machine Learning Problem. Der soll nicht nur sagen, das ist eine 2, das ist eine 4, sondern der soll aus der 2 und der 4, die er klassifiziert hat, in einem latenten Raum innen drin, im Maschinenraum sozusagen, soll er auch bitte wieder lernen, wie er eigentlich wieder diese handgeschriebene 2 produziert. Und warum ich euch das nur zeigen möchte, ist, dass ich sage sozusagen, dieser Schritt, ein Encoder, das ist nichts anderes als einen relativ hochdimensionalen Raum kurz zu repräsentieren in irgendwas Abstraktem. Die echten Machine Learning Leute kümmern sich oft manchmal erst gar nicht darum, was hier eigentlich passiert. Die interessieren sich nur, was hier wieder rauskommt. Aber wenn man sich für das Gehirn interessiert, wenn man sich dafür interessiert, wie aus echten Stimuli Kategorien gelernt werden können, dann kann man natürlich sagen, dieser Teil hier, das ist erstmal sehr analog zu dem, was man sonst vielleicht mit einer PCA machen würde. Man lernt latente Variablen, die den Input optimal repräsentieren. Und Autoencoder werden zum Beispiel dazu verwendet, um Bilder zu denoisen. Also gibt ja, vielleicht habt ihr das auch, so Apps, wo ihr irgendwie blurry Urlaubsfotos in schöne Fotos verwandeln könnt zum Beispiel. Sowas machen die sogenannten Autoencoder. Die lernen also erstmal sozusagen irgendwie, was ist da eigentlich gezeigt, und dann lernen sie wieder, das sozusagen darzustellen, und durch Tuning dieser Parameter kann man es dann erreichen, dass das Bild sozusagen hinterher sogar besser aussieht als vorher. Ich präsentiere das jetzt wirklich nur wie so ein Marketingleiter, das ist wirklich nur so die Magic davon, aber mir geht es eben darum zu sagen, aha, diese Idee, also die hier nur so angedeutet ist,
Dieses Netzwerk am Anfang hat mehr Variablen als eine Art latente Struktur in der Mitte. Das ist eben sehr analog zu dem, wie wir glauben, dass es, dass psychische Prozesse funktionieren, dass neurale Prozesse funktionieren, und das wird sich sozusagen ausgeliehen. Und das Ganze, das ist dann wirklich mein letzter Slide auch, wird zurzeit auf die Spitze getrieben von den sogenannten Transformer Models. Also ich glaube, ich weiß nicht, die letzte Woche konnte man doch keine Zeitung lesen oder so, wenn man ohne an Chat, ich kann es immer nicht aussprechen, ChatGPT vorbeizukommen sozusagen. Also von OpenAI, was eigentlich eine Firma ist sozusagen, also dieser, die GPT-Classifier 2 und 3 und jetzt eben ChatGPT, die sind sozusagen, das sind sogenannte generative Netzwerke, die eigentlich auf der Basis von sehr viel gelerntem Input lernen, neuen Input zu produzieren. Ja? Also sozusagen, die haben so viel Text gelesen, dass sie dann dir auch clever erklären können, wie eine lineare Regression funktioniert oder dass sie dir Code schreiben können. Oder ich brauche nie wieder eine Hausarbeit bewerten, weil ihr eure Hausarbeiten auch einfach mit ChatGPT schreiben könnt, so zum Beispiel. Ja? Also das ist ja schon auch ein bisschen ein interessantes Problem gerade. So, was passiert bei diesen Netzwerken? Das sind sogenannte Transformer Models. Die lernen Sequenzen, also wieder, bitte, irgendwas geht rein, irgendwas kommt raus, so weit sind wir jetzt. Und was da drin passiert, sind eigentlich letztlich auf Sequenzen, also auf zeitliche Abläufe optimierte Encoding- und Decoding-Models. Das ist hier nochmal gezeigt. Wir haben Encoder-Netzwerke, wie gerade beim Auto-Encoder gesehen, die lernen sozusagen jeweils Worte zu repräsentieren und das wieder mit Decoder-Models dann abzubilden. Das wäre jetzt ein Transformer, wofür es auch viel übersetzt wird, der zum Beispiel eine Übersetzung macht, quasi aus dem Französischen ins Englische. Ich habe das jetzt wirklich natürlich nur angerissen. Aber mir geht es darum, dass ihr sozusagen die Verwandtschaft seht von diesem Finden einer Funktion fx auf solche sehr viel komplizierteren Problemlagen. Und wozu ich natürlich wieder keine Zeit hatte, war das psychiatrische Beispiel dazu, was ich euch zeigen wollte. Wenn ich euch bitten darf, sozusagen zum Abrunden des Themas oder zur Klausurvorbereitung, einmal diesen Abstract durchzugehen. Dort wird versucht, vorherzusagen, welcher Patient muss eigentlich mit Zwang, was ja nicht schön ist in der Psychiatrie, mit Zwang behandelt werden, Coercion, und bei wem wird es nicht nötig sein. Welche Merkmale bei der Einlieferung, die ich schon kennen kann, welche demografischen Merkmale erlauben mir vorherzusagen, ist das ein Patient, wo wir auf Zwang zurückgreifen müssen und wo nicht? Und ihr findet einfach nur, was ich hier unterstrichen habe, ganz viel dessen, was wir heute besprochen haben, in diesem Abstract wieder. Darum geht es mir eigentlich nur und ihr habt auch noch einen Datenslide dazu. Ich danke euch sehr, dass ihr hier bis hierhin durchgehalten habt und nächstes Mal, also in 2 Wochen, sehen wir uns wieder und sprechen über unsupervidiertes Lernen noch. Und dann haben wir es geschafft. Ich danke euch. Tschüss.